Und dann so, kann ich ja mal grüßen die Christina und die Jesse und meine Mutter. So, jetzt sind wir schon mal live. Das Gute ist... So, sagt mal was. Ihr seid jetzt auch auf. Jetzt kann man, glaube ich, auch hören. Test 1, 2, 5, 7, 348. Ja, gehen wir kurz rüber zu Julia, fragen wir wieder. Aber die hättest du jetzt eigentlich auch aufreißen können, die CD, weil es ist ja nicht deine. Einfach mal ein bisschen. Fremde Ware beschädigen. Super. Das können wir ja gleich noch machen. Wen gehört die? Den Kai hier oder ist das Franz? Sind das deine hier? Also hören kann ich euch hier. Ah, super. Ja, Ton ist da, Kai. Ja, wie gesagt, Kai hatte ja gefragt, ob wir das bei mir machen. Nur ich habe ungefähr noch ein Modem an der Wand, was ständig zusammenbricht und hin und her. Da habe ich gesagt, das bringt dann gar nichts. So, warten wir noch ein paar Minuten. Er hat mal deine CD beschädigt und hat die mal aufgemacht. Oh, Sonderwerte wegbeschädigt. Jetzt kann ich dir aber noch ein eingeschmeißtes unten aus dem Auto holen und dann nehme ich die gebrauchte mit. Ne, können wir vielleicht noch eine kleine Verlosung machen, dass ich mir von Spisio unterzeichnen, dann kann jemand hier draußen mal gewinnen. Was ich höre, Leute sind wir aktuell in der Stelle. Ist jetzt schwer mit den anderen. Keiner.
schwer. Elf. Guck mal, schwer mit den anderen Unterschriften halt, ne? Mal eben. Achso, die anderen, ja, muss man hin und her schicken. Ja, das, das bei den Porto heutzutage, ne? Da kannst du 5 CDs kannst du ja kaufen von dem Geld. Es ist heftig unfassbar, ne? Ich wollte letztens, ich habe Bestellung aus den USA, ja. Und 53 Euro Porto für die Post haben. Wie bitte? Regelt ihr das? Frank, habt ihr das anders geregelt? Wenn ihr in die USA verschickt? Das ist teuer, ne? Ich fände 37 Euro plus 16 Euro so Corona-Bonus sozusagen. Ja, das ist eine Anzahl, ja. Ja, aber da kannst du dann momentan ja nichts verkaufen. Du kannst ja keinem sagen, schick mal eben 80 Euro rüber, dass du eine Platte für 16 kriegst oder ja. Sowas. Weißt du, das ist absurd. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über, du bist ja so ein IT-Frickler, sag ich mal, ne? Ein bisschen. Für mich sind dann immer böhmische böhmische Dörfer. Das ist mit Vinyl aus dem Drucker. In 10 Jahren. Vinyl aus dem 3D-Drucker? In den USA schon passiert, vor 2 Jahren. Ja, weiß nicht. Soundqualität. Ich hatte vor, bis da reden wir jetzt noch nicht drüber. Ich hatte versucht, also, das ist mit Sicherheit irgendwann machbar. Weil wenn die Portokosten so bleiben, dann kannst du dir so eine Art Download-Code oder sowas drüber schicken. Nach Brasilien, der geht in so eine Art Copyshop an so einen 3D-Drucker, lässt sich die ausdrucken, kriegst ein Plakat dazu als Poster fertig. Ob das die Zukunft ist? Bei Vinyl, ich weiß es nicht. Wunschfarbe ist der Tod von Farben, ne? Aber schon halb ungefähr? Oder? 28 Jahre, wir haben noch ein paar Minuten. Haben wir noch? Werden, aber die Leute können uns jetzt schon hören. Wir werden erst ab 20:30 bezahlen. Punkt 20:30 geht dann los. Aber in Getränken werden wir bezahlt. Wieder zurückspucken. Der Kaffee schmeckt auch bis vor 20:30 Uhr. Vor 20:30 Uhr nicht. Okay. Ja, warten wir noch so ein bisschen. Ja, die Leute kommen dann nach und nach. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr schon eingeschaltet habt. In 2 Minuten geht es hier los, unserem Livestream-Event. Das erste Mal jetzt, ne? Erst auch, ja, erst einmal Livestream. Sonst habe ich das nie gemacht. War auch nie so der, weiß nicht, bin ich so der Livestream-Typ-Event, weiß ich nicht so. Ich auch nicht. Als wir erst mal zusammengesessen, habe ich auch gehofft, dass er noch ganz viel zusammenschneidet. Anklappt alles raus. Und nochmal die Hand hin. Das ist krass, schon ein Jahr alt, ne? Ja. Krass, stimmt. Das im September habe ich damit angefangen, diesen Label Reports. Und wir müssen dann nochmal irgendwann, wenn Corona mal so sich abzeichnet, zu Ende zu gehen, dann müssen wir unsere Idee mal weiterverfolgen. Ne? Müssen wir machen. Das habe ich noch auf dem Schirm. Ja, also. Wir sind ja gut ausgebremst worden. Wir sind richtig gut ausgebremst worden. Stell dir vor, es hätte schon irgendwie weiter, ne? Dann war es wirklich. Das wäre jetzt ein gewesen. Jetzt die ganze Arbeit. Kann man sagen. 30 haben wir, ja, dann wollen wir mal anfangen. Hallo und schönen guten Tag, dass ihr hier eingeschaltet habt bei Moshpit Fashion auf YouTube. Das ist hier unser erster Livestream-Event überhaupt. Hat sich einfach angeboten, weil heute kann man schon sagen, etwas Besonderes ist. Aber bevor wir damit starten, möchte ich euch erstmal unsere Gäste hier vorstellen. Zum einen haben wir den Speezy hier. Ja, muss ich glaube ich nicht so viel sagen. Legende bei Creator gewesen, jetzt mit seiner neuen Band hier, wo es auch schwerpunktmäßig gehen wird, Und dann noch einen besonderen Special Guest, Jörg Müller von For Those Who Chose to Post Records, also immer ein ganz schöner Zungenbrecher. Ja, der ein oder andere von uns, also der unseren Kanal verfolgt, wird Jörg kennen durch unseren Label Report, haben wir gerade mal kurz angesprochen, ist jetzt ein Jahr alt, wahnsinnig schnell die Zeit eigentlich. Unfassbar. Also, wer den Jörg noch nicht kennt und das, was er macht, einfach mal bei uns rumstöbern. Zudem ist er noch Redakteur bei The Pit, macht sehr, sehr schöne Konzertfotos. Ich glaube, dein erstes Event war damals das Devilside Festival, richtig? Ja, genau. 2009 gleich. Ich habe vorher noch ganz kleine Shows vorher gemacht, aber das war der erste größere. Mhm. Und dann für die meisten auch noch nennenswert war, dann war das das Devilside Festival. Die legendäre Show mit Anthrax morgens um 10 Uhr in den Bademänteln. Das war schon ganz lustig. Und noch eine vierte Person ist hier anwesend, und zwar der Frank. Der ist im Hintergrund da. Winkt, grüßt. wir waren, wo ich darauf zu sprechen komme, wir waren nämlich vor 2-3 Wochen bei Bonded im Proberaum, haben da gefilmt und da lief halt der, komme ich auf den Namen, also lief der noch mit dem Devilside-T-Shirt rum, gerade der. Der Bernermann lief damit rum, dann ging das darum, hier Devilside, das war sein erstes
Ding für The Pit und ich war damals halt mit einem anderen Redakteur hier von Moshpit Passion dort und ja, war mega lustig und sowas interessant zu sehen, wie sich heute der Kreis schließt. Stichpunkt Kreis schließen. Ja, fangen wir doch mal an, warum wir uns heute hier versammelt haben. Und zwar der gute Speezy, der war während der Corona-Zeit sehr, sehr aktiv und hat direkt schon hier den Output mitgebracht. Und zwar ist das die CD von Form. Die hatte ich hier in meinen Händen. Und ja, wir haben ja schon ein Interview gemacht. Im Mai, Ende Mai war das. Ja. Und da war das. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ne? Nee. Ich glaube, wie alt war damals das Projekt? Projekt damals noch? Ich weiß nicht, wie man so sagen kann. Ist ja eine Band rausgeworden. 6 Wochen oder wie alt war das? Ja, irgendwie so um die Dreh rum. 6, ja, das ist Wahnsinn. Komisch, dass es das noch gibt, ne? Naja, komisch, dass es noch gibt. Ich habe nicht irgendwie aufgelöst oder so. Nee, naja, zwischendurch haben wir uns aufgelöst und sind aber jetzt wieder zusammen. Ja, also nochmal eine kurze Frage im Jahre 2020 mal schnell eine Reunion einschieben. Und ja, erzähl du doch mal aus deiner Sicht, wo ihr damals angefangen habt, mit ja, vor euch zu gründen, kennenzulernen, euch auszutauschen. Das war ja Ende März, April, um den Dreh. Und ja, wie sich das einfach entwickelt hat. Nochmal für unsere Zuschauer, die jetzt gerade hier live dabei sind, dass du ihnen auch nochmal erzählst, den Anfang davon. Ja, ich meine, die Idee war, bling. Wir wissen alles. Das musst du. Ja. Ich habe meinen Kaffee hinterher. Der Gourmet ist das überall. Ja, ja. Ja, ich habe ein Interview mit euch gesehen, deswegen weiß ich, was das ist. Ne, und Taylor und der Jeremy, die haben jetzt da in Quarantäne gemacht gehabt, hier ein Song, ein Tag. Mhm. So, da haben sie einen Song eingespielt, abgemischt, abends online gestellt. So, und dann sind sie dazu übergegangen, befreundete Musiker zu fragen. Mhm. Dann hat der Taylor mich gefragt, ob ich Lust darauf hätte. Da habe ich gesagt, ja, hab ich so, warum nicht? Ich sitze gerade sowieso rum. Ja, und er sagte dann irgendwie, ja, die haben noch Death Metal, Black Metal und so, das alles nicht mein Ding so zum Spielen. Ja, und dann hatten sie ja noch einen Hardcore-Song, den habe ich dann mit denen gemacht. Ja, und dann kurze Zeit später hatte Taylor mich angeschrieben und sagte, Jeremy und er, die hatten letztes Jahr eine Idee, weil die spielen dann 38 Millionen Bands. Mhm. Und hatten dann eine Idee, irgendwie eine Punkband zu machen. Ob ich da Bock drauf hätte. Und da habe ich gesagt, ja klar, habe ich gesagt, schick mir ein paar Ideen. Hat er mir irgendwie auch 3 Songs geschickt, die habe ich innerhalb von 1,5 Stunden, 2 Stunden zurückgeschickt, mit meinem Bass drauf. Ja, und so war das Thema eigentlich dann schon durch. Ja, und dann haben wir nur einen Sänger gesucht, die hatten 3 Leute in Auswahl. Gott sei Dank ist es dann der Brian geworden. Mhm. Hast du mir erzählt, wieso, warum? Ja. War, glaube ich, einer der wenigen, der, ja, drüber gesungen hat und nicht nur so sampled, ja, also ja, ja. Die Töne da irgendwie zu treffen, so ne, sondern ja, nicht so ausgedacht hat. Ja, oder reingrölen oder hin und her, ja. Und ja, genau, dann haben wir uns ja getroffen, 6 Wochen nach Gründung ungefähr, im Mai hatten wir das Interview und ja, genau, dann ging es nämlich weiter und dann habt ihr weiter an Tracks gearbeitet, ja. Wurde immer mehr und muss dazu sagen, ja, ihr habt das auch alles bei euch zu Hause aufgenommen. Ja. Ne? Also nicht jetzt irgendwie zusammen getroffen irgendwie. Oder nee, ist ja auch ist ja momentan gar nicht möglich. Nämlich, man muss dazu sagen, es ist eine recht internationale Band. Und zwar, ja, du als Vertreter aus Deutschland, 2 Amis und 1 Kanadier. Oder 2 Kanadier? Ein Kanadier. Genau. Und das ging dann alles übers Internet-File-Sharing hin und her. Und ja, jetzt kann man sagen, 4 Monate sind vergangen. Und die CD ist raus. Die gibt es im Online-Store Big Cartel. Bandcamp habt ihr nicht, Big Cartel. Gibt es eine europäische Version, eine USA-Version? Bandcamp haben wir. Bandcamp. Facebook. Und Spotify. Am besten euch anschreiben dort. Ja, ganz einfach anschreiben. Wir melden uns dann umgehend. Genau. Aber ganz wichtig, die europäische Version, also die hier ist fast ausverkauft, hast du ein bisschen geschrieben, ne? Ja. Da sind nicht mehr allzu viele von da. Also, ihr solltet euch ranhalten. 100 Stück wurden noch produziert hier in Europa und 100 Stück in Amerika. Ja. Ist wichtig. Ja, das haben wir auch aus dem Grund nur gemacht, weil zuerst haben wir gedacht, ja klar, 100 Stück reichen ja. Davon hätte ich 25 gekriegt. Mhm. Und der Versand für die 25 wäre irgendwie, irgendwie $50 gewesen. Mhm. Ja, und da habe ich direkt den Jungs geschrieben, immer, für was soll ich dann die CD hier verkaufen? Ja.
Mann, also kann ich ja nicht sagen, immer, ich kriege pro CD, will ich irgendwie ein 20, 25 von euch, damit wir das Geld drin haben. Hm. Ja, ich glaube nicht. Nee. Das, und deswegen habe ich gesagt, dann sollen die 100 bei sich behalten, ich lasse 100 hier machen. Ja. Genau, und gibt es seit letzter Woche, eine Woche, anderthalb Wochen zu kaufen. Ihr habt es gehört, ja. 100 sind in Europa produziert worden, sind noch sehr, sehr wenige da. Also wenn ihr eine haben wollt, am besten über Facebook sich direkt melden, anschreiben, Bestellung aufgeben und dann wird sich innerhalb von wenigen Stunden bei euch gemeldet und ja, dann habt ihr das. Kann auch Sekunden sein. Können auch Sekunden sein, je nachdem, wer gerade am PC sitzt. Ja, und dann natürlich, wie es so kommt, eure Band natürlich kriegt dann dementsprechend Aufmerksamkeit, wird ja auch sehr gut promotet von dem Keith von Infecting Sales Promotion, der da die ganzen E-Mails hin und her geschickt hat. Ja, auch die ganzen Leute, ich meine, selbst du, ihr teiltet ja auch und hin und her und, mhm. und selbst ich, ja, müssen ja, hört sich jetzt komisch an für mich, weil es nach nagelneu ist, müssen ja auch dann, sag ich mal, Fans sein. Mhm. Wirklich, jeder teilt das und hin und her. So ein Support hätten wir uns niemals denken können. Mhm. Weil für uns war das ganz einfach, ja, weil wir wissen ja selber, die spielen, wie gesagt, bei Venom Inc. und Massacre und hin und her. Und jeder weiß, wie schwer es ist, eine neue Band irgendwie auf den Markt zu bringen. Ja. Deswegen haben wir eigentlich auch gedacht, ja, das ist so mehr ein Spaß jetzt und das war dann. Mhm. Aber momentan ist wirklich, Presse geht da drauf und runter und hin und her, das ist ziemlich der Hammer für uns. Klar, ich meine, also das Ding hat ja echt Substanz. Ich weiß nicht, ob du daran erinnern kannst, als ich gesagt habe, so, ja, eure Songs, die erinnern mich an Pennywise und hast du so gelacht, so, ja, wir haben hier Pennywise gecovert und dachte mir so, Alter, ist doch nicht euer Ernst. Und genau halt so ein krasser Style kann man hier halt bei vor auf der Platte erwarten. Ja, ich meine, okay, mit dem Pennywise ist ja mehr so, wir haben da jetzt natürlich in letzter Zeit ja mal wieder ein bisschen Zeit gehabt und dann kamen die Jungs irgendwie mir an und sagten irgendwie, lass uns Alice in Chains Man in the Box cover. Mhm. So, und Alice in Chains ist damals komplett an mir vorbeigegangen. Ja, ich komme mehr aus dem Punk-Bereich und Thrash-Metal und hin und her. So, und dann habe ich mir diesen Song angehört, ich habe den vorher noch nie gehört gehabt und dachte nur, tut mir leid, was für eine Kotze. So lahmarschig, da habe ich gedacht, das geht ja überhaupt nicht. Die neuen oder die alten Sachen? Der Man in the Box. Selbst, ich hab mir das dann selbst live angeguckt, weil ich habe gedacht, live spielen sie den dann ja vielleicht ein bisschen Baby, weil live spielen sie den ja noch langsamer. Mhm. Ja, summa summarum, wir haben den Song gemacht, den bringen wir dann auch jetzt mal so aus Spaß auch so als so eine laufende Kassette raus. Er ist ein bisschen anders, wie wir ihn interpretiert haben. Oh, ich bin mal gespannt. Ja, im Punk brauchst du erstmal schon mal kein Solo, also geht der, ja. ganze, also geht der ganze Song schon eine ganze Minute kürzer wie der Original. Ich hatte mich vorige Tage mit dem Spisi noch im Nord getroffen. Da hat er das nämlich auch erzählt und dann auch als Anekdote, boah, der Sänger nuschelt ja nur. Ja, der nuschelt wirklich. Ja. Jedenfalls an die Tischkante gebissen. Ne? Ja. Also, ja, die Version ist geil, das kann ich jetzt schon sagen. Ist rauszuhören, aber deutlich peppiger. Ja, der Jörg, der übernimmt hier gerade das Wort. Das trifft sich eigentlich sehr, sehr gut. Und jetzt werden sich alle fragen, ja, der Jörg, der hat doch hier For Those Who Chose to Pose und ist für seine, ja, wie soll man sagen, Vinyl-Veröffentlichung bekannt. So, jetzt möchte ich das Wort mal an euch beiden hier richten. Stichpunkt Vinyl. Gibt es da etwas zu verkünden? Gibt es da eine Art Zusammenarbeit? Ist da was geplant? Der Schelm, der Böses dabei, denke ich. Ja. Klar, also Spisi und ich haben zusammengesessen, nachdem Spisi mich angeschrieben hat, soll ich die ganze Geschichte erzählen? Wir erzählen die ganze Geschichte. Also ich hab den Jörg angeschrieben und hab dann geschrieben, Jörg, da wir uns ja auch so persönlich kennen, habe ich ihn dann angeschrieben und sagte, ich habe hier meine neue Band, irgendwie ist Punkmusik, möchtest du da mal reinhören irgendwie, weil... Wenn, würde ich gerne mit dir zusammenarbeiten. Das Einzige, was zurückkam vom Jörg, war, Spisi, tut mir leid, wir machen überhaupt gar keinen Punk und ich stehe auch nicht auf Punk. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, okay, Jörg, danke schön. Und das war's dann. Oh, der erste Satz, ihr habt noch nichts gehört, gar nichts. Ich habe noch niemals den Bandnamen gewusst. Aber ganz ehrlich, also ohne jetzt nur irgendwie so da
Kam einfach direkt zurück hier, ne, ist nicht. Lass gut sein. Aber ganz ehrlich, das hätte ich von dir jetzt nicht so eine Reaktion erwartet. Habe ich auch nicht erwartet. Du hast Mosa drauf, dann hast du alles im Prinzip alles möglich. Du bist jetzt nicht mal bekannt für zu sagen, so das ist jetzt das Thrash Metal Teutonic Layer. So. Das ist ja ein breites Portfolio, finde ich. Ne? Ja, finde ich auch. Und dann Punk, hast du gesagt. Ja, was ist meine Berührung? Was sind meine Berührungen mit Punk? Wir hatten ja über GBH, ne, ja, die anmetallisierten Platten haben wir gesprochen, ja, ja, dann am Montag DRI früher, ne, das waren so meine Punk-Berührungen, aber ansonsten die klassischen Punk-Sachen, was ja da denke ich an früher Exploited und so weiter. Ja. Und da mache ich echt drei Kreuzzeichen, wenn ich das nicht hören muss. Ja, also, und dann kommt der Teil, wir machen Punk. Siehst du, ja, da bin ich anders, weißt du, Exploited, UK Subs und hin und her, weißt du, dafür kannst du mich nachts wach machen. Ja, jedenfalls habe ich mich dann erstmal derb in die Nesseln gesetzt. Und dann schrieb Spiesi irgendwann, ja, wir wollen auf jeden Fall was machen, kannst du mir denn dabei helfen? Ja, dann habe ich ihn zurückgeschrieben, dann ruf mich doch mal an, ist doch besser, dass wir telefonieren, dann will man immer über den Chat. Ja, ging ja darum, wie gesagt, die CDs haben wir jetzt alle in Eigenproduktion komplett gemacht und ja, ich kenne mich damit nicht aus, deswegen habe ich dich angeschrieben, wenn wir Platten pressen wollen, ob du mir da unter die Arme greifen kannst, genau, wo ich das überhaupt machen kann, wie ungefähr die Kosten sind und hin und her. Und da hast du ja gesagt, okay, klar, das mache ich, bin ich sofort dabei. Ja, und das ist einfach der Spiesi dann ja nicht mitkriegen konnte, so, dann brodelte das bei uns ein bisschen im Hintergrund, weil ich hatte dann meinen beiden Mitstreiterinnen, Christina und der Jesse, dann gesagt, dass sich Spiesi gemeldet hat mit seiner Band vor. Und dann war ja auf Bandcamp mittlerweile auch was zu hören. Und ja, die beiden haben mir dann erstmal einen DM Einlauf gegeben, so nach dem Motto, hör mal, warum ist das schon entschieden, ohne dass wir da mitgesprochen haben? So ist das dann leider mit der Demokratie. Ne? So, und neben den ganzen anderen Bewerbungen, die so da waren, kam dann irgendwann, ja, bei der und der Bewerbung, da geht man eher ein Bier holen und ne, bei vor geht man vor der Bühne feiern. Ja. So, ne? Okay, ich überdenke das nochmal. Ich habe dann den Auftrag gekriegt, Spiesi anzuschreiben. So, dann dauerte das nochmal so ein bisschen. Wir haben einfach so ein bisschen aneinander vorbeigeschrieben, glaube ich. Ja, und dann haben wir eigentlich ausgemacht, komm, lass uns mal treffen, weil ich dem Spiesi dann in einem Telefonat erklären musste, dass man ja irgendwann, dass Menschen auch fähig sind, Meinung zu revidieren. Aber nur wegen der Mädels. Ja, die waren ja ausgemacht. Ich muss den Ball leider den beiden zuschieben. Ja. Ne? Das, war dann erst so, wobei in der Zwischenzeit hatte ich ja dann auch das gehört und dann war das ja fernab von diesem Schrammelpunk, den ich wirklich im Hinterkopf hatte. Ja, und dann haben wir uns am Montag getroffen. Das ist ja bei vielen Leuten, weil die denken, das heißt Punk, dann ist das Du hast direkt so die also eine schlechte Produktion, die können die Gitarren überhaupt gar nicht spielen, wissen gar nicht, wie das Instrument irgendwie halten soll oder so. Ja, und dann hörst du, sag ich mal, sowas und denkst so, boah, krass, ist was ich nicht hier so, was habe ich gesagt, Epitaph und Fat Records, ja, so wie so Bad Religion hat die so im Kopf, Pennywise, diesen West Coast Millen-Collin. Genau. Kommt auch noch gut rein. Ja, vor allen Dingen, ich habe so gesagt, die Formosa-Scheibe, super Dinge, dass ich nichts drauf komme. Witch's Dream, die ruhigste Platte bei mir, super Dinge. Aber ich habe gesagt, boah, ich bin Metaller, das muss einfach mal wieder ein bisschen mehr alles nach vorne gehen. Ich will auch kein True Metal machen, das muss einfach mal wieder richtig braten. Mhm. Und wie gesagt, dann kommt er mit Punk halt. Ne? Dann, so, und ich derbe auf die Bremse. Ja. Das war schon, okay, wir haben die Vorwahlen haben rausgeholt und haben dann am Montag zusammengesessen und ja. Im Grunde sind wir uns einig und wir werden jetzt auch Vinyl rausbringen und wenn alles gut geht, dann schon jetzt im Dezember. Ja. Dezember, also das steht plus minus, klar, wegen den Presswerten muss man sagen, Corona-Zeit, ich weiß, ein paar Bekannte, die haben auch wegen dem Presswerk, Kurzarbeit, momentan Verzögerungen um 4 Wochen, aber ey, komm, was sind 4 Wochen, ne? Von daher, ja, und jeder, der den Jörg kennt, der Jörg macht ja eh immer Specials. Ja. Der hatte dann irgendwie eine Idee mit Clearcoat-Platte. Ja, also da werden wir jetzt noch gar nicht ins Detail gehen. Also du hast mir dann erzählt. Ja, aber wir werden dann noch gar nicht hier jetzt ins Detail gehen. Da müssen wir nämlich noch viel Handarbeit bewegen. Ja, aber summa summarum, es wird ja nicht nur eine schwarze geben. Es wird nicht nur eine schwarze, sondern natürlich auch 100 farbige und die werden schon besonders. Ja. Das stimmt. So, und auch da freue ich mich ja sehr drauf. Ja. Ich denke, dass wir da... Ich fand die Idee von dir total toll, weil sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich bin echt gespannt. Also wie hat es ich auch. Die Idee erzählt. Also wäre cool, wenn das definitiv so umgesetzt werden würde. Ich glaube, ich bin das auch nicht so in dieser
Form. Nee, kann ich auch nicht. Wo er das dann gesagt hat, da habe ich auch gesagt, okay. Also ich möchte jetzt nicht so weit ins Detail gehen, kann ich machen, wenn die Kameras so offen sind. Fällt mir gerade eine Band ein, die sowas Ähnliches gemacht hat. Die da so eine Technik, also das können die Zuschauer nicht sehen, aber ich zeige da jetzt mal drauf, da steht er in der Ecke ungefähr. Ja, genau. Ja, diese Technik. Genau. Okay. Genau, werden wir uns später unterhalten. Also ihr könntet auf einiges gefasst machen, was da noch kommt. Ja, vor allen Dingen wird es auf Vinyl geben, ne? Ja, finde ich das auch geil. Ne? Ja, wir auch, wie gesagt. Ja. Vor allen Dingen hat er auch, wir gerade auf der Fahrt hierhin haben wir auch noch so darüber gesprochen, als Spiesi noch bei Creator war und hier in der Krugerhalle gespielt haben. Da habe ich damals auch immer Fotos machen dürfen. Und wir hatten uns nachher noch im Nord getroffen und hat dann zum Spiesi gesagt: So, ich höre jetzt auf. Ich fotografiere keine Band mehr, ich schreibe auch nicht mehr, weil für mich war das der Größte, was ich machen konnte. Ich kann für mich mehr nicht mehr erreichen. Da hat er mir damals so einen Vogel gezeigt. Ein bisschen bescheuert. So, ne? So, weißt du, nachher so zwei, drei Bierchen getrunken aber halt, ne? So, aber für mich war das der Größte, was passieren kann. Ja, aber das ist ja doch... Jetzt fange ich an, Platten rauszubringen, wo dann auch eben halt noch eine dieser meiner Legenden immer drauf ist. Ne? Ja, und das ist ja auch, wenn mich dann Leute gefragt haben, wegen Träume im Leben. Mhm. Ich meine, ich habe 1979 so Hu das erste Mal gesehen in der Grugerhalle. Ja. Und was will man machen, wenn man mit Musik anfängt? Man will eine Platte machen. Ja. Die habe ich gemacht, auch ein paar mehr. Und ich habe in der Grugerhalle gespielt und nicht als Vorband, sondern als Headliner. Und ich habe eigentlich meine Wünsche, habe ich jetzt für mich persönlich, habe ich komplett alle erfüllt im Leben. Weil ob ich jetzt, sage ich jetzt mal mit vor oder mit so, wenn es jetzt nochmal zum x-ten Mal auf dem Wacken spiele oder hin und her. Ich meine, wenn du aus Essen kommst, ist das Größte einfach die Grugerhalle. Das muss man noch dazu sagen. Ja. Ich glaube auch, du wirst mal, du kommst Gelsenkirchen, du bist ja auch hier Ruhrgebietskind. Also Ruhrpott halt, ja. Ich würde auch sagen, so das war bis dato das letzte große Metal-Konzert in der Grugerhalle, würde ich so ungefähr einschätzen. Ich weiß nicht, was danach noch kam. Ich meine, danach war Manowar noch da. Ich meine auch, kurz danach haben wir gespielt, aber. Manowar werden hier nicht erwähnt, nach dem Hellfest-Gig davor. Letztes Jahr war das, wo die wieder gecancelt haben in der letzten Minute. Ey, die sind. Dürfen wir sie Moneywar nennen? Moneywar ist super. Das kann man sagen. Ich weiß gar nicht, was hat unsere Karte gekostet in der Rugal? 38, 40 Euro oder sowas? Irgendwie sowas, ja. Ja, und Manowar, Moneywar, die waren dann irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie einen Monat später da oder zwei Monate und die Karte hat über 100 Euro gekostet. Jetzt mal ganz ehrlich, die haben auch jetzt nicht eine größere Show gehabt oder wie auch immer. Und wie kommen dann da die Preise zustande? Das ist auch so ein Ding generell, glaube ich, so Konzerttickets, Preise momentan. Jetzt werden die natürlich angezogen werden, weil nächstes Jahr kommt alles auf Tour und das ist ein Verlust durch die hier 2020 Jahren. Aber ich bin mal gespannt. Das wird nochmal ganz schlimm werden für die kleinen Bands, weil erst kommen die ganzen Großen. Und dann hat keiner mehr Geld für kleine Bands. Das ist ganz einfach so. Oder auch Zeit. Das ist auch bei den Veröffentlichungen. Ich meine, wir kriegen es ja hier schon bei Moshpit Fashion. Ich meine, wir kriegen am Tag 40, 50 E-Mails von... Würde ich da rübergeschoben. Ich habe heute von Freitag und heute rübergeschoben. Das waren 110 E-Mails, die da durchzugucken. Du wirst ja wahrscheinlich auch bei The Pet ist ja genau das gleiche. Unfassbar, was da so das abzuarbeiten, ja. Ey, das kriegst du nicht hin, sondern kommt ja immer noch was nach. Und die jetzt noch kein Album dieses Jahr rausgebracht haben, werden es dann nächstes Jahr tun. Du hast halt mal gespannt, ne? Das ist ja, wo die momentan auch alle am Diskutieren sind, bringst du als Band jetzt die Platte raus oder erst nächstes Jahr? Also ich würde sagen, jetzt rausbringen, weil die Leute sitzen sowieso alle zu Hause und haben nichts anderes zu tun. Ja. Weil wenn es nächstes Jahr wieder losgeht und dann hast du irgendwo eine Platte auf dem Markt, wenn du eine große Band bist, hast du die Aufmerksamkeit ja sowieso. Ja, klar. Und kleine Bands werden dann da unten drunter her durchfallen. Voll. Weil, wie du schon sagst, es kommt alles auf Tour. Du hast halt nicht die Zeit, das anzuhören, weil du nur unterwegs bist mit Festivals, Konzerte und die ganzen Lineups, die sind ja auch schon... Ja, ich werde auch nicht zu Hause sitzen bleiben, also beim besten Willen nicht. Wenn das wieder losgeht, dann... Und wenn ich zu irgendwelchen Festivals hinlaufen muss, ist mir völlig egal. Wir haben auch gesagt, als wir uns zusammengesetzt haben, dass wir eben mal so schnell, wie es nur geht, veröffentlichen wollen. Weil ich bin jetzt auch nicht der große Marketing-Promo-Plan-König,
Was sollen wir denn da jetzt ein halbes Jahr erst vorplanen, bis wir das dann irgendwann rausbringen? Ja, papplappapp, raus damit. Genau, raus und machen wir den ersten Schritt. Ja. So, wenn alles gut läuft, machen wir auch den, haben wir zumindest drüber gesprochen, machen wir vielleicht auch den nächsten Schritt zusammen. So, an mir soll es eben halt nicht scheitern. Ne? Dann sind eben halt vier andere, die dann mitsprechen müssen. Ja. Und gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ja. Also ich gehe mal zurück zu dem Motto, weil ich ganz am Anfang von Postwerk-Konzepten, das war nämlich, da ist eine geile Platte, das muss auf Vinyl gemacht werden, wenn wir genug Nerds finden, die das haben wollen und sich dann finanziert, dann sind wir erstmal glücklich und alles darüber hinaus ist schon ein geiler Bonus. So, ne? Also, und daran arbeiten wir weiter. Ja. Wir können jetzt anfangen, direkt an 24 neuen Stücken zu arbeiten. Wir gucken aber jetzt momentan gerade erstmal, weil wie gesagt, wir verkaufen das ja alles selber und hin und her. Wir könnten jetzt sofort an 24 neuen Stücken arbeiten und da wird dann schon gewitzelt von Freunden irgendwie, oh, geht die nächste CD dann 35 Minuten mit 24 Stücken? Ja, das ist halt Punk so. Ne? Ich meine, die Ramones, was haben die in einer halben Stunde oder eine Stunde gespielt? Die glauben, die ganzen kompletten Mac-Katalog. Ja, ich meine, wenn ein Song eine Minute und 10 Sekunden geht, dann haben wir in einer Minute und 10 Sekunden alles gesagt. Wir könnten den Song auch dreimal hintereinander spielen. Mhm. Nur wozu? Ich frage mich aber auch, ob die Leute dann wirklich auch aus der Szene dann kommen. Also ich sag mal, klassische Beispiel ist im Hardcore-Bereich, da geht alles zwischen 1 Minute oder 2 Minuten, also ich glaube 3 Minuten oder 4 Minuten. Ja, aber im Metal-Bereich ist ja immer mehr, muss mindestens 3,5 Minuten irgendwie. Genau, da hast du ja noch den Part und noch den Part. Und den machst du nochmal nur die Hälfte noch hinten dran, damit du deine 3,5 Minuten hast. Ich weiß noch, nämlich die letzte Rob Zombie-Platte, die war 20 Minuten ungefähr, also ganz kurz oder 25 Minuten. Wie kürzer wie unsere? Ja? Kürzer wie unsere? Wie lange geht eure jetzt? 34 Minuten? Nein. 22,5 ungefähr. Ich muss nicht nachgucken. Rob Zombie. Die 12 Songs da drauf gehen 22 Minuten und 20 Sekunden. Da ist aber ja noch eine 13. Nummer drauf. Ja. Und da sind die Leute, ja nicht da drauf steht. Und da sind die Leute also komplett so eskaliert. Wie kann Rob Zombie nur? Wir mussten so lange warten. Dann geht das nur 20 Minuten. Ja, da sagt er auch, er hat aber nichts mehr zu sagen. Ne? Also weiß ich nicht, wie viele Platten raus. Davon schon mit White Zombie Platten und dann noch so ein paar Underground-EP-Dinger. Also irgendwann ist halt irgendwie alles gesagt. Was willst du noch irgendwie das Rad neu erfinden? Ja. Dann lieber kurz und knackig und bündig. Ja, ich meine, scheppert das Ding auch. LPs damals waren auch immer 38 Minuten oder sowas um den Dreh rum. Weißt du, und heutzutage musst du eine CD haben, die über eine Stunde geht. Ich meine, also das letzte Ding, was ich mir geholt habe, war hier von die von Tool. Die geht ja gefühlt 2 Stunden oder so. Das ist natürlich auch die Musik, ist halt so progressive. Da habe ich mir die Zeit genommen, aber ich merke dann auch so, wenn es dann irgendwie so eine andere Musik reingeht. Ich weiß nicht, wer das Album ist. War das irgendwie von Sabaton oder irgendwie so? Ich glaube, das war von Sabaton, weil die haben da noch so einen Geschichtshintergrund eingebaut mit so einem Ersten Weltkrieg. Also ja, das ist alles ein cooles Konzeptalbum, aber ich habe nicht mehr so die Geduld. Mag wahrscheinlich auch sein, geht hier wahrscheinlich auch so ähnlich. Da wäre halt, weiß nicht, wie viel Musik wir geschickt bekommen, da sich hinzusetzen, sich damit auseinanderzusetzen und sich dann wirklich nur die Dinge anzugucken, die dann auch einem wirklich irgendwie gefallen, weil irgendwann. Also ich höre aus privaten Gründen letzte Zeit in Anführungsstrichen relativ wenig Musik. Und wenn dann eben mal halt bevorzugt die eigenen Bands, ob es dann die Testpressung ist oder die Bewerbungen, die dann gehört werden müssen, so solche Sachen halt, damit die Bands dann auch eine Rückmeldung kriegen. Aber eben, oder ich lege mir dann tatsächlich mal ein paar Klassiker auf. Ne? Ja. Ich habe mir heute Mittag noch, als ich von der Arbeit kam, hatte ich mir dann die Nirvana endlich mal wieder aufgelegt, so nach urlanger Zeit. Fugetage, Tingo de Lange hatte ich noch in die Heavy-Metal-Fangruppe auf Facebook hatte ich dann noch reingestellt. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich die nicht mehr gehört habe. Das Debüt Perpetuum Mobile war einfach nur eine geile Scheibe. Aber das sind so dann schon die Ausnahmen halt. Ja. Du hast mir, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass wir das Interview geführt haben, einen guten Tipp gegeben. Einfach mal sonntags sich hinsetzen, blind reinpicken und dann die du hast, einfach rausziehen. Und die mal hören. Und die mal hören. Das ist noch so ein Ritual seitdem, das halt übergegeben ist. Ja, hey. Also alle, die einen Kallax zu Hause haben. Ja, ich gucke ja mehr, Musik über YouTube. Ja. Ja, war letztes Mal auch irgendwie. Irgendwann hast du ja so einen Algorithmus da drin. Naja. Kommt ja wirklich immer nur wieder das Gleiche und Gleiche und Gleiche und Gleiche. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich denke so, ach, weißt du was, die fehlt nur mal die Epic. Paff. Und richtig schön laut. Nice, die scheppert. Ja, die scheppert. Auch heute noch. Ja, ich bin mal gespannt, wie gesagt, Thema Vinyl bei euch.
wo du sagtest, 20 Minuten passt auf einer Seite, würde ich jetzt mal so. Haben wir auch so verabredet, das war dann meine Idee, dass wir gar nicht dann auf zwei Seiten. Ich wollte eigentlich erst eine Doppel-LP rausmachen, aber da ich den gar nicht. Sechsfach Sieben. Sechsfach Sieben. Und dann geht es einfach. Wie Slayer. Ja, fürchterlich, ne? Das ganze Album. Sechs, ne? Boah, das hatten wir 6,6 Inch. Also nicht 7 Inch, 6,6 Inch. So ein Ding. Schon geil. So ein Presswerk muss er erstmal finden. Da muss er nämlich wahrscheinlich noch mal ein bisschen was hinlegen. Da kann nämlich auch nicht jedes Presswerk. Es wäre schon ganz interessant. Eine Single könntest du mit dem beiden auch machen als Hybrid-Vinyl. Eine Seite CD, eine Seite Vinyl. Ne? Da passen ja auch nur 2,5 Minuten drauf als 5 Inch. So, das ist schon eben mal sehr speziell. Aber nein, wir machen das als einseitige LP. Das bietet sich halt einfach an. Und auf der zweiten Seite von den farbigen haben wir ja was Besonderes geplant. Ja. Und für die schwarzen, da müssen wir nochmal gucken, was eben halt auch dann am Ende dann machbar ist. Das ist ja dann immer so bei kleinen Auflagen. Dann, das wird dann immer eine besondere Sache sein. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, ich mache mir da eigentlich nie Sorgen. Ja. So, das ist dann. Das ist dann so. Ja. Am Ende ist das so, ja, genau. Richtig. Wir werden das Kind schon schaukeln, oder wie sagt man hier so schön? Ne? Etwas, was ich noch ansprechen wollte, Spiesi, ich weiß noch nicht, ob das spruchreif ist, gerade auch durch die aktuelle Situation. Live-Auftritte für nächstes Jahr oder für die kommenden Jahre. Ist das ein Thema, was ihr schon mal untereinander diskutiert habt, gerade du, auf der Distanz? Oder? Ganz, ganz einfach, jeder, der uns haben möchte und wenn wieder losgeht, dass man Shows spielen kann, klar. Nur, was die Leute ja dann wissen müssen, ist, Schlagzeug und Gitarre, also Jeremy und Taylor, die sitzen in Florida. Mhm. Der Brian kommt aus Ottawa in Kanada. Ja, und ich komme von hier. Also da sind immer Flüge mit drin. Mhm. Also wird es dann nicht ganz günstig. Mhm, das stimmt. Wo kann man euch kontaktieren? Auch ganz normal? Ja, ganz normal. Medien. Ja. Stimmt, das stimmt. Ihr macht ja alles komplett selber. Wir machen alles komplett selber. Kein Manager, ich weiß nicht, was es noch gibt, Bandbetreuer etc. pp. Einfach die Jungs anschreiben, wer da Interesse hat. Sei es hier die neue Platte, CD zu kaufen oder die Jungs für nächstes Jahr zu buchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da einige Anfragen geben wird, weil bei der Qualität, das ist jetzt kein 0815-Geschrammel. Ja, und wer uns dann nicht findet, irgendwie kann ja auch dann den Jörg mit anschreiben. Genau. Ja. Also für mich, ich kann ja immer so von meiner Seite sagen, so eine Arbeit ist ja sehr entspannt. Wenn da nicht noch jemand dazwischen geschaltet ist, der muss dann eventuell erstmal wieder alle anschreiben. Ja. Ne? So, wir haben einen Facebook-Chat, da sind wir alle drin. Der Austausch ist eigentlich direkt da, außer jetzt die Zeitverschiebung, wo du mich dann nochmal darauf hingewiesen hast. Ich habe dir gesagt, denk dran, die Jungs sind 6 Stunden hinter uns. Ja, genau, das ist dann eben ein bisschen was anderes, aber die Kommunikation ist dann sehr schnell. Ich habe auch gerade noch dem Spiesi gesagt, dass wir gestern festgelegt haben, dass bei uns die Jesse die Band auch mitbetreuen wird, so als weitere Bandbetreuung, sodass jede Band dann eben halt auch gezielt nochmal einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin in diesem Fall hat. Und dass dann eben halt in der Kommunikation auch so gar nichts verloren geht. Und dann, wie gesagt, dann ist halt, ne, wenn da auch keine andere weitere Person dazwischen geschaltet ist und du nur direkte Kommunikation hast oder wir telefonieren im Notfall, dann ist auch immer sofort alles geregelt. Ja, das hat ja heutzutage jeder Telefon. So. Und wie hin bis zum Deal, den wir gemacht haben, dann ganz klassisch mit Handschlag. Ja. So, ne? Also wir haben da kein Riesenformular mit allen möglichen Paragraphen wieder gemacht, sondern wir haben Handschlag gemacht und dann wurde das Ding dann erledigt. Ja. Ja, das ist mir dein Konzept ja auch im Interview vorgestellt und gerade sag ich mal, für Newcomer, kleinere Bands ist das sehr, sehr lukrativ. An dieser Stelle, also ansprechend auch dazu sagen, okay, wir machen die Zusammenarbeit und nicht nur das, du hast ja gerade gesagt, auch das Menschliche ist ein Faktor, die Kommunikationswege sind sehr, sehr kurz. Ich meine, wie gesagt, du bist bei Sapir, du kennst es wahrscheinlich auch bei Thema Interviewanfragen zu der Promo-Agentur. Die Promo-Agentur schickt zum Label schickt zum Tourmanager. Ja. Und plötzlich kriegst du eine Antwort von irgendwoher, wo du gar nicht wusstest, dass es die gibt. Oh, heute Interview, wo sind wir denn? Ja, das ist der Klassiker. Dann stehst du dann alle um 5 Uhr nachmittags irgendwie. Ja, nee, tut mir leid, haben wir irgendwie verplant. Dann geht das dann nach hinten los. Und so sind halt die Wege sehr, sehr kurz, knapp und bündig. Ja, merke ich jetzt auch, weil ich verschicke ja die CDs für Europa. Mhm. Wenn die Leute mich anschreiben, heute natürlich auch wieder pling, pling, pling. Und ich antworte ja dann sofort, wenn ich jetzt gerade am Rechner sitze. Ja.
Also es kann wirklich sein, du schreibst mir was und ich schreibe dir in 5 Sekunden zurück. Mhm. Da sind die Leute dann auch sehr verblüfft. Und das hat dann alles sozusagen einen unbürokratischen Weg geht. Das haben viele noch nicht so raus, obwohl es halt soziale Medien eben schon seit 15 Jahren gibt, seit MySpace oder so, dass du direkt die Person anschreiben kannst. Und schön ist es dann, wenn die Person, wie gesagt, die werden selber verwaltet, die CDs irgendwie verschickt, auf Nachfrage dann, was nicht, in Amerika, wenn die Jungs sagen, ja, hier kommt noch mein Autogramm oder hier in Europa, dass sie sich noch ein Autogramm von dir irgendwie mitholen. Das ist auch sehr, sehr schön für die Fans, das halt mitzumachen. Und wo wir bei den Fans sind, würde ich einfach mal sagen, wir starten jetzt eine kleine Fragerunde. Ich weiß nicht, Frank, ob du da irgendwie schon siehst, ob jemand schon was gestellt hat. Schreibt einfach mal eure Fragen an Spisi oder an Jörg einfach jetzt in den Chat rein. Ist das okay, Frank, wenn du die Fragen rüberwirfst? Und die Personen werden die dann einfach beantworten. Also Fragen immer alle an Spisi. Dann also wir haben auf jeden Fall schon einen Kommentar. Hier steht, Singlebox machen. Jeder Song auf eine Single packen. Von White Sox. Ja. Die weißen Socken dazu, aber nur wenn ihr dann wirklich aber nackt euch über den Gürtel zieht. Ne? Dann machen wir noch einen Starschnitt raus. New York for President steht hier auch. Ja, sicher. Ach, Gelsen Metal Alliance. Ja, schöne Grüße an die Gelsen Metal Alliance fürs Teilen immer wieder, für den ganzen Support, den eben auch von den Jungs kommt. Schöne Grüße an Firestorm und Smorra. Und das Superfestival in der Zeche, das ist schon, also ihr macht geile Arbeit. Also ein sehr geiler lokaler Support, deswegen ist es immer sehr wichtig. Ja, ja, das habe ich ja auch gesagt, ich kriege von euch, also wir kriegen von euch hier überall Support und hin und her wirklich auch von sämtlichen Leuten. Also wirklich unglaublich, wie oft das geteilt wird und hin und her. Naja, das ist, ich hätte es auch nicht gedacht, dass es so schnell so die Runde macht und allen sagen so, boah geil, das ist gut. Das ist gut so. Und wie gesagt, am Anfang, die Songs, die ich da gehört habe, dachte ich echt so, boah krass, das ist Substanz. Ja, aber das auch, wie wir die auch jetzt gemischt haben. Ja, hat der Taylor und der Jeremy ja gemischt und mir dann immer geschickt und so. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, hier die Handbremse anziehen. Das ist es jetzt, weil es könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen besser vom Sound her werden. Es könnte auch wieder schlechter werden. Es ist aber so wie es jetzt ist. Fertig. Ende aus. Das ist, glaube ich, auch so generell so ein Ding, sei es irgendwie an Musik oder im Bereich Design. Du kannst es immer weiter treiben, aber irgendwann musst du sagen, so, jetzt, das Ding ist jetzt irgendwann fertig. Wohin willst du es halt treiben? Ne? Du kannst das so produzieren, so mixen oder die Gitarre nochmal irgendwie rückwärts einspielen. Ja, ja. Oder irgendwann ist Schluss. So. Und dann hast du irgendwie so eine Überproduktion da und dann hörst du das halt so, dass das so auf Wiegen und Brechen irgendwie was reingemauschelt irgendwie wurde. Und da hörst du halt so, nee, wir haben angefangen hier vor vier Monaten, wir haben einen Plan, wir haben die Songs geschrieben, wir haben das Ding gemischt und fertig. Jetzt gibt es das Ding zu kaufen, ist gepresst für die Ewigkeit, fertig, ja. Punkt, aus. Da muss ich nicht noch irgendwie danach was machen. Ja, und wir haben einfach gesagt, wir lassen die Musik für sich selber sprechen. Und anscheinend tut es ja. Und was ich besonders geil finde, ist, ihr habt einen kleinen Rip-Off hier gemacht von einer Band, die auch letzte Woche, glaube ich, ein neues Album rausgebracht hat, und zwar Deep Purple. Ja. Sehr, sehr schön und mit CC Top noch. Die CC Top sind ja die Tres Hombres und wir sind die Four Hombres. Also sehr, sehr schöne Idee. Ja, ich meine, wie man merkt, wir haben extrem viel Spaß und ja, ich kann das ja auch so sagen. Der Brian hat dann gefragt, ob wir unsere nächste Platte vielleicht Skin nennen können. Ja, genau. Ja. Skin. Das ist die Band und Skin. Und ja, so läuft das dann bei uns im internen Bandchat so ab. Und ja, da sind noch ganz andere Namen gefallen, wo vor auch reinpasst. Nicht jugendfrei an dieser Stelle. In dem Bandchat bin ich dann aber nicht dabei, weil ich muss ja nicht immer alles mitkriegen, was unter Band verzapft. Natürlich würden wir dann natürlich, falls wir uns dazu entscheiden, habe ich dann gesagt, da machen wir natürlich auch eine deutsche Version wieder. Ja. Weil wenn die Foreskin heißt, dann können sie auch bei uns hier Vorhaut heißen. Ja. Aber deutsche Übersetzung. Ja. Fast. Aber die Idee mit der Singlebox kam von Joe Hamilton. Ah, ja. Erstmal schöne Grüße Dirk. Erstmal schöne Grüße Dirk. Schöne Grüße. Powerball Dirk. Powerball Dirk, genau. Eggy hat ja schon eine Bestellung geschickt. Für die Vor jetzt. Ach, der Eggy. Ja, auch schöne Grüße dann an Eggy. Vielen Dank. Verrückt. Die Leute sind verrückt. Irgendwie so ein bisschen verrückt. Aber die Singlebox wird nichts. Das können wir jetzt schon sagen.
weil Singles heutzutage, ja, bei der Aufmerksamkeitsspanne von vielen, vielen Menschen, das ist wirklich was für Sammler, das muss man einfach so sagen, weil die wenigsten wollen sich eine Single anhören und ständig alle drei, vier Minuten. Ja, deswegen ist ja deine Idee super, wo du gesagt hast, unsere komplette CD passt auf eine Seite, dass du dann eine LP hast, die du erst gar nicht rumdrehen brauchst. Ich meine, also entschuldige bitte. Einfacher geht's nicht. Die Faulheit sehe ich. Deshalb kompakt, kannst du dann durchlaufen lassen und zupp, zupp, immer schön die Nadel annehmen, rüber, zack, zack, zack. Und schon die Hose zurück vom Dirk. Powerball, Dirk. Ja, weil so wissen wir schon mal, wer jetzt wirklich zuguckt. Ne? Ja. Ja, ne? Wenn einige Kumpels jetzt nicht zugucken, dann gibt es mal ein paar hinter die Ohren. Genau, also stellt eure Fragen. Wir sind noch ein bisschen live hier, interagieren mit euch. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, immer raus damit. Sei es irgendwelche Basstechniken, Einflüsse, Platten, wie ihr mögt, immer raus damit. Ich weiß nicht, ob der Jörg gerade schon die erste Bestellung hier zur Vorvinyl eingeht, ob das schon anwendet oder ob das noch Oktober, ist, November hochreicht. Ist abgespeichert, aber Eggy gehört auch zu den Verrückten, der immer irgendwie so über krumme Wege was bestellt. Und krumme Wege. Und jetzt sie halt über YouTube. Das ist dann schon eher ungewöhnlich. Na, das stimmt, aber so machen sie es ja auch bei mir. Ich meine, weißt du, über Facebook bestellen und fertig. Ja, ich muss zugeben, ich habe manchmal Schwierigkeiten dabei. Ne? Bestellt einen über Facebook, dann über Messenger, dann per E-Mail, dann per WhatsApp. Das habe ich auch. Dann, das teilt man durch ihn auseinander. Ne? So, das ist so irgendwie. Das ist schon. Ist immer manchmal so eine Herausforderung. Ne? Arbeiten wir demnächst dran. Der Typ, der da gerade hinterm Laptop sitzt, der Frank. Heavy Metal Fansgruppe, die muss man in dem Moment. Was ist denn Ghoster? Muss man auch sagen. Ghoster, früher Modo, genau. Früher Modo. Ja. Wobei wir musikalisch nicht auf einer Wellenlänge sind bei seiner Band, aber wir verstehen ihn trotzdem halt irgendwie. Wie, die würdest du nicht machen? Ja, wir haben ja. Er sagt mal vor der Kamera, hier live, Jörg, wollen Zuschauer. Er ist ja auch aktiv bei Doc Enter Records, die müssen wir dann jetzt auch einmal kurz erwähnen. Das ist dahinter dann eine viel bessere Anlaufstelle. Wenn ist das schlimmer als Punk? Ist das schlimmer wie Punk? Was macht ihr genau? Alternative Rock Metal, so ein bisschen, ne? Und mit einer Sängerin, macht auf der Bühne was her, aber sie ist auch sehr souverän und weiß auch, was sie macht. Aber das ist einfach nicht so meine Baustelle. Dieses Alternative, da holt sie mich nicht ganz so ab. Manchmal einen Tacken zu modern für mich. Und dann ist das einfach so. Wir haben aber heute gelernt, ihr seid eine Demokratie, es gibt noch weitere Personen hinterm Jörg. Also wenn das jemand von Versorgung schaut, wo sehen sollte, hört euch mal Gruß an. Und werbt die Herren von und Frauen, Frau von Lokator bitte nicht ab, sonst gibt es sehr Ärger. Uns gesagt, der Oliver Rix schreibt mich dann an, was habt ihr da gemacht? Ja, aber der Frank, um das jetzt zu erwähnen, weil ich einfach so ein Technik-Laie bin und ich damit wirklich ganz große Schwierigkeiten habe. Und der Frank hat sich immer bereit erklärt, mir zu helfen, dann im Shop wirklich so mit Waren, Einkaufskorb und an so einem Schnickschnack dann eben weiter zu helfen, sodass das dann eben halt auch läuft und mir das einfach nicht untergeht, dass irgendwo nochmal wo was steht. Ich wollte noch ein bisschen hier bei der Platte bleiben, und zwar für die, die sich die CD geholt haben oder noch bestellen werden oder vielleicht schon auf dem Weg ist. Ihr habt ja so richtig geilen Used-Sticker. Ja. Das ist die Idee, das Ding nochmal also wirklich drüber zu kleben. Das wäre doch, das bietet sich doch dann auf einer Vinyl doch an, oder? Den deutschen Preis oder europäischen Preis, das wird sich doch anbieten, oder? Also ich hatte am Montag ins Gespräch immer geworfen, sozusagen irgendwie noch was drauf zu packen, wie damals auf diesen Steamhammer-Samplern, zahlen nicht mehr als so und so viel. Ja. Das finde ich eigentlich ziemlich geil, aber... ich glaube, das werden wir so nicht mal. Mal gucken. Also, wir wollen ja jetzt auch nicht alles verraten. Wir haben noch ein bisschen was in der Pipeline. Gerade schon wegen dem Used-Sticker da oben. Hat euch Ärger schon mal gebracht? Ja, ging direkt los. Wir haben ja über TuneCore haben wir das gemacht. Die haben ja Spotify und alles drum und dran. Und haben denn das dann alles geschickt und kam sofort zurück: veröffentlichen wir nicht. Dann haben wir direkt gedacht: wie veröffentlichen wir nicht? Ja, da oben ist ja ein Aufkleber drauf, Used, für $3.99. Und dann haben wir gesagt, ja, es steht ja auch oben in der Mitte drauf, Stereo, 360 Grad. Und dann, ja, hin und her, dann waren sie noch am Diskutieren. Und dann haben wir gesagt, wenn man jetzt in der Geschichte aufgepasst hat, wir sind auch nicht die vier Präsidenten. Ja, und der Taylor hat sich dann mit denen dann mehr auseinandergesetzt. Und dann haben sie gesagt,
Ja, okay, dann lassen wir euch da durchgehen. Dann aber als nagelneue Band gibt es das erste Ding raus, da ist ja nichts Schlimmes, sag ich mal, drauf und kommt direkt, ist nicht. Weißt du, du weißt erstmal gar nicht, warum. Mhm. Dann schreiben wir Just drauf und dann kriegst du nach alle Blatt zurückgeschickt, so kriege ich eine gebrauchte. Oder so. Direkt dann irgendwie kommt man so eine Bildzeitung, kann man am besten nur so irgendwie mit so eine Story rausmachen. Punkband erlaubt sich Scherz. So, eine mega Headline, gibt eine gute PR. Ja, und von euren Kommentaren. Ja. Einmal vom Eggy nochmal, ich kann da nichts für, das sind diese Stimmen. Das sind die Stimmen. Der Daniel Schütze schreibt, Tag, cooler Robot-Chat, gefällt mir sehr gut. Ja, super. Und hallo Daniel. Der Thomas Atten hat eine Frage an den Spisi. Ja. Gibt es schon einen Termin für ein Musikvideo von euch? Ja. Nein, weil wir sitzen ja gerade Corona-technisch alle rum. Wir hatten uns aber schon mal überlegt, ob wir irgendwie was zusammenschneiden. Da sind wir am Überlegen, wie wir das am besten umsetzen können. Weil ich habe direkt gesagt, hier so Videos, wie das jetzt jeder macht, momentan die Bands, jeder spielt zu Hause in seinem Raum, das wird zusammengeschnitten, das kommt für mich absolut nicht in Frage, auch für die anderen Jungs nicht. Da haben wir echt keine Lust drauf. Wenn, muss es schon ein Video sein. Also ein richtiges Video. Amore 10 haben was Interessantes gemacht, das neue Video zu denen. Die haben alles vom Greenscreen gefilmt und dann alle einzeln eingeschnitten. Ja, das wurde mir auch schon angeboten. Fand ich auch cool, ist jetzt nicht ganz so Billo gemacht. Ich weiß, Apple Driver hat mal sowas von Greenscreen, da sieht man auch überall so den Schatten. Das war einfach so Billo, so richtig low budget, so einer geilen Platte, einen geilen Song. Ich dachte, das passt vorne und hinten nicht. Das war ja Hold Back the Day. Und alle, die jetzt irgendwie vorm Netz sind, schaut man nachher, Devil Driver, Hold Back the Day. So sollte man es nicht machen. Man sollte es so machen wie die aktuelle Amore Saint Single. Ja, das wird sich halt auch bei euch anbieten, aufgrund auf der Entfernung. Das ist natürlich alles eine Kostenfrage. Klar, ja. Finde immer, ne? Ja. Genau, weil Videos heutzutage... Ja, ich kann mich jetzt auch mit meinem Bass, mit dem Kassettenrekorder oben auf eine Schürenbachhalde stellen und das mit dem Handy aufnehmen und den da dann rüber schicken. Naja, und irgendeiner schneidet da zusammen. Ich meine, das wäre für mich immer noch sinnvoller, als wenn ich dann eine Band von zu Hause zusammengeschnitten habe, bei denen auf dem Sofa oder so. Wir hätten den Bass aber auch mitbringen können, hätte das jetzt hier schon machen können. Ja, aber dann würde ich ja jetzt hier auch im Zimmer sitzen. Ja, ja. Man hat doch mit der auf dem Sofa mit Moschpepech im Hintergrund. Nein, ich meine, aber zumindest irgendwie eine Umgebung mit dabei. Und nicht naja, muss ja so eine Atmosphäre ja, dafür schaffen. Ja, und nicht so irgendwie einfach so ein Sofa. Ja, so aus dem, weiß ich nicht, Hintergrund siehst du den Wäschekorb, ja, und ja, die Katze durchs Bild und dann machst du es dann auf, weiß ich nicht, so hart und böse, sag ich jetzt ja mal. Irgendwie muss ja auch irgendwie passen. Dann läuft ja die Katze irgendwie im Hintergrund. Ja, wenn ich das jetzt zu Hause machen würde oder was. Da müsste ich aufpassen, was ich nicht, dass ich in den Verdacht komme zu bängen, weil wenn meine Kinder dann reinkommen, die würden mich wieder nur fragen, da hast du eine Waffel oder was? Was machst du hier? Ja, noch ein paar Kommentare von Kai Brehm. Speezy, altes Schlachtschiff. Ich hoffe, wir spielen trotzdem ab und zu mal wieder gleiche Festivals. Ja. Namen sind ja bei YouTube immer ein bisschen auch Ratespiel. Und noch eine Frage vom Tod gehört. YouTube-Channel. Frage an Speezy. Was war der ranzigste Punkschuppen, den du je besucht hast? Und wo war das? Das ist jetzt eine super gute Frage. Der Adrian wieder rausgehauen. Nee, das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht in Berlin irgendwo. Dieses Release-Konzert sogar zur Violence, das Ding doch? Nee, das. Den ich besucht habe oder wo ich gespielt habe? Den du besucht hast, steht. Ja, oder? Besucht habe. Also wo ich nur als Gast gewesen bin. Weiß nicht, vielleicht irgendwo in Berlin. Ich meine, Düsseldorf hatten auch Assi-Läden. Mein Freiburg, der Crash war jetzt auch nicht ganz so toll. Wir können ja auch CDGB, da habe ich nie gespielt, aber wenn du da reingegangen bist, da wusstest du ja auch direkt, wo du gewesen bist. Ich meine, da gibt es so viele weltweit. Oder irgendwo in Budapest, da weiß ich noch, irgendein Laden, da ging es irgendwie, da war irgendwie die Tür, ja, vielleicht so ein Meter groß und dann ging es da richtig so eine steile Treppe runter, so eine Steintreppe und dann war da unten in so einem
uralten Keller. Ja. Ja, Sarajevo war jetzt auch nicht so, so ganz so die super Läden. Also einen speziellen könnte ich da jetzt wirklich nicht sagen. Wahnsinn, ey. War das dann auch so mal bei Creator zu der Gods of Violence Tour, sag mal auch auf der Europa-Tour, dass da Löcher dabei waren, wo du dachtest, so, ey, wie können wir in der Google-Halle spielen und ein paar Tage später oder zuvor? Nee, also jetzt bei der Größe von der Band, da hast du wirklich, die leben wirklich hinter dir. Okay. Also ist dann wirklich, da ist vorbei. Da hast du also den Schritt gemacht in die größeren Hallen, ja. Also da ist wirklich nichts mehr so dabei, wo du wirklich sagst, was soll denn das? Ja, das ist dann eher der Laden, wo du sagen würdest, also wo man selber sagen würdest, warum müssen wir hier wieder spielen? Das wäre dann für andere Bands der absolute Highlight, wo die dann sagen, boah, Gott sei Dank können wir hier in dem Laden spielen. Und das ist dann eher bei dem Stellenwert, ist dann eher der Laden, dann, wo andere sich freuen würden, dann sagst du so, was soll denn das jetzt? Weißt du? Kennt einer von euch das Übel und Gefährliche in Lübeck? Ja, nur vom Namen her. Treibsand. Übel und Gefährliche ist Hamburg. Ich meinte Treibsand Lübeck. Ja, da war vor vielen Jahren mal ein Festival und da waren kleinere Bands, haben drüben in Treibsand gespielt und die anderen, glaube ich, in diesem Kongress, in dieser Kongresshalle oder wie die hieß, weiß ich gar nicht mehr. Und da waren, ja, war auch schon komisch. Ja, aber, aber ich finde das Arzt-Mühlheim, finde ich da ranziger gegen. Das ist eine Konzertlocation, allerdings halt besetzt. Da sind Leute, weiß nicht, die sind, haben sich komplett als Autonome sind da, die wohnen da auch und verwalten das alles und das Ding komplett runtergekommen. Ja, CDGVs Light-Version, aber geht in so eine Richtung rein. Ja, wie mittlerweile ist es ja richtig gut da, aber wie ein Arena, ganz am Anfang. Waren ja auch nur die Punks, die das Ding besetzt hatten. Ne? Okay, das passt. Ja. Mittlerweile ist der Laden ja richtig gut, aber früher war das dann auch so. Also das mehr Hunde um dich rum als alles andere. Ja, genau, Hunde liefen da. Ja, das gehört aber zum Punk dazu. Sind das jetzt gerade Argumente gegen die Punkscheibe? Ich weiß nicht. Oh, natürlich. Oh, das musst du riechen. Wenn ich die Platte auf die Vinyl kriege, das muss man so danach riechen. Dann ist das gut. Erinnert mich gerade daran aus den alten Zechikal-Zeiten. Weißt du, wenn du jetzt in Zechikal kommst, dann kriegst du Kaffee mit vorgewärmter Milch und alles sieht irgendwie etipetete aus. Ne? Früher musst du so aufpassen, dass du in dem Erbrochenen nicht ausrutscht, wenn du irgendwo hin willst. Ne? So, das ist dann, wenn die halt besoffene Leiche überall rumlagen. Ja. So wandelt sich ja, ne? Genau so. Habe ich da gesehen? Nebula, so eine kleine Stoner-Rockband, die aus Fu Manchu hervorgegangen sind. Geil. Ich glaube, irgendwie, das war schon 15 Jahre her, kam da an, dachte so mega geil, gesagt, was heißt geil, aber war irgendwie so eine Atmosphäre, da kannte ich vorher gar nicht komplett runtergekommen, punkig, autonome, die Hunde liefen da rum. Auf der Zeche oder was? Das Treibsand. Achso, ich wollte gerade so, ja. Genau, also so ein Ding, der Schuppen da oben. Und was beachtlich ist, Sabaton, die haben dort auch angefangen. Die haben eine ihrer ersten Shows, weiß ich nicht, 2005, 2004, außerhalb von Schweden dort gezockt. Ja, allererste Show mit hier in Deutschland, ganz früh, war in Ratz in Dappeln. Von Sabaton? Ja, am Sabaton damals gespielt. Ja, kann ich mir vorstellen. Und die haben sich damals noch bei der ersten Tour noch auf einen Door-Deal eingelassen, weil keiner die Gage bezahlen wollte. Und das hat dann nachher so gut funktioniert, dass sie mit mehr Geld rausgegangen wären, als die eigentliche Gage geplant war. So, und die haben im Ratz in Datteln gespielt. Das die waren auch super früh schon beim Mighty Halloween Smash Fest. Mhm. Also man kann nicht sagen, was man stimmt will, aber ey, die sind haben. Aber da habe ich mal Propane, habe ich da mal gesehen. Powerwolf haben beim Mighty gespielt, beim Halloween Smash Festival. Ja, also auch schöne Grüße an Mighty. So, der hat da geile Sachen gemacht, das stimmt. Also, das ist Wahnsinn. Hast du Bock auf eine Frage? Ja, her damit. Ich bringe mal die Frage so allgemein gerichtet an alle. Was war eure außergewöhnlichste Festival- oder Konzerterfahrung? Also ich kann es ganz schnell beantworten, dann springe ich mal vor. Das war die erste Midnight-Show-Tour, als sie in der Wete vor ein paar Jahren gespielt haben. Vier Bands, viermal, alles sehr destruktiv. Die erste Band, die sich dann an dem Abend auch aufgelöst hat, Crossburst oder so ähnlich hießen die. Nein, die haben dann ihren Bass angezündet und haben dann alles auf der Bühne zerdeppert. Midnight, wo der Sänger schon beim Warmspielen fast eingeschlafen ist.
der dann nach zwei oder drei Songs eingepennt ist hinterm Schlagzeug. Dann ist irgendwie so eine Frau auf der Bühne, hat den eine geklatscht, der ist da vom Hocker gefallen, die Fans haben ihn heruntergetragen. Danach saßen Fans oder andere Musiker und haben immer nur Ufta, Ufta, Ufta gemacht. Es war destruktiv und ein Konzert, wo jeder, der da war, für immer dran denkt, entweder war das beste oder das schlechteste Konzert, aber ein Konzert, was du nie vergessen wirst in den ganzen Wust an Konzerten. Und dann würde ich sagen, das war das krasseste Konzert, was ich jemals erlebt habe in den Hunderten und Tausenden Konzerten, die ich erleben durfte. Ja, krasse Konzerte. Da waren einige dabei. Ja, also vom krassesten her, sag ich mal, von der Fülle her, würde ich sagen, da war damals Slime in der Zeche Karl, da waren irgendwie 1400 Leute drin. Also ging gar nicht, da ging absolut gar nichts mehr. Der ganze Gang war voll, hinten links, alle nur noch reingeproppt und gepresst und hin und her, die ganzen Türen, alles auf und war absolutes Chaos. Ja, und sonst lustige Anekdoten kann ich auch sagen, Konzert, damals Gwar mit der Scum Dogs of the Universe. Ja. Natürlich war man da, war ja auch ausverkauft, Zeche Karl auch hin und her. Der Vorteil ist aber dann, wenn man am nächsten Tag zur Verweigerung geht und die erste Frage kommt irgendwie, haben Sie eine Kopfverletzung? Und man sagt so, nee, ich war gestern auf einem Konzert, da werden auch Köpfe abgeschlagen und auch mit Blut dann rumgespritzt und hin und her. Und by the way, ich bin hier, um zu verweigern, weil ich bin absolut gegen Gewalt. Also, das passt. Ja. Geil. Und dann natürlich, klar, bei der Verweigerung dann morgens früh strunzendicht. Ja, die Gorschau. Sie haben ja zweimal nochmal vor 10 Jahren hier in Essen gespielt. Ja, da war ich in der Zeche Karl, haben sie dann gespielt. Ich weiß noch genau, wie die nachher mit Flitschen da das ganze Wasser rausschieben mussten. Da, damals bei der Scum Dogs of the Universe, da ist auch einiges an PE kaputt gegangen, weil keiner konnte sich das so schlimm vorstellen. Deswegen, weil ich habe auch auf der Zeche Karl lange genug gearbeitet. Ja. Wir hatten nichts abgeklebt. Und die ganze Zeche Karl, die ganze Kaue, die war vollgesaut. Die ganzen Wände, musste alles neu gestrichen werden. Richtig. Und dann, wo haben wir andauernd dann da gespielt. Ja. Und jedes Mal, wenn die kamen, haben wir dann mit Malerfolie die komplette Halle schon mal abgeklebt, bis zum Abwinken. Ja. Und trotzdem war irgendwie immer noch dahinter. Ich stand, 2010 oder 2011, die haben wir zweimal hintereinander. 2009 waren sie da und dann, 2011, oder 2010? Mit Bad Sophia waren es auch die mit denen aus Israel. Die waren, glaube ich, beim zweiten Mal dabei. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, wahrscheinlich in der letzten Reihe, weil oben konnte es ja nicht, weil dann wieder zu wenig war. Und trotzdem war meine ganze Hose versaut. Wo ich mir dachte, Alter, das kann nicht wahr sein. Wieso kommt das jetzt hier hin? Oder sind bestimmt, wie viele Meter sind das? 20 Meter? Ja, die haben hinten ihren, die haben hinten ihren Kompressor stehen und regeln dann den Druck. Ja, genau. Die machen das beim Soundcheck und gucken, bis nach dahin geht es bis hinten an der Wand und dann wird der Druck eingestellt. Fertig. Also kriegt jeder was mit. Wir haben damals mehrere Fässer auf der Bühne gehabt, voll mit diesen Kunstblumen. Da gab es drei Farben. Da gab es ja grün, blau und rot. Und erster Song, erster Kopffehl und bums, da warst du von oben bis unten voll mit der Suppe. Und du stinkst dann, wenn er nachher getrocknet ist, hast du gestunken wie Hulle danach. Wir sind noch mit 3 Leuten noch nach McDoof reingegangen, nach dem Konzert, so wie wir aussahen. Haben wir uns also ganz wichtig hingestellt und haben dann gesagt, so, 3 haben schon zu, der ist auch gleich geschlossen. Direkt. Ja, wenn die Zeit. Da war ein bisschen hektisch dann. Wenn du sagst, das stinkt ja wie Hulle. TDA kennst du auch. Ja. Hier ist eine PE-Firma hier bei uns, mittlerweile riesengroß. Früher war nur der Steve selber persönlich, der Sami, der ist leider schon tot, mit dem bin ich dann unterwegs gewesen, Stefan Hammerschmidt und eigentlich ich mehr oder weniger und wir haben dann eine komplette Gwar-Tour ja gemacht, also auch mehrere und wenn du sagst, du stinkst nach einem Abend, wenn du das jeden Tag hast, erstmal stinkt alles wirklich und selbst nach einem halben Jahr, du stehst unter der Dusche, atmest ein und du hast immer noch das Gefühl, dass du immer noch nach dieser Suppe stinkst. Ich habe nach ein paar Tagen, weil du kriegst das einfach nicht mehr raus, immer noch farbiges Wasser gehabt. Ja. Du hast das gar nicht auswaschen können. Und ich bin tagelang mit roten Strähnchen durchgegangen. Ja, und wir haben da wochenlang Tag für Tag gemacht.
Und die letzte Tour, die war ja dann eher Wischiwaschi dagegen. Also ein bisschen, ja genau, in der Matrix war es. Also auch Blut verspritzt, aber hast ja die ersten fünf Reihen, hast du was mitgekriegt. So, und dann musstest du schon gucken, dass du wenigstens was abkriegst. So, ne? Also das war schon ein bisschen duschen gegangen. Aber ja, das habe ich sowieso nicht verstanden. Ich meine, wie kannst du eine Band wie Gore mit den Kostümen alleine in eine Matrix reinpacken? Weißt du, ich meine, da kommen die doch schon an der Decke mit ihren Kostümen. Ich weiß, die haben einen europäischen Ableger hier bei Captured Live da in Kettwig, da haben die ihren ganzen Europakram. Ja, haben ja viele Bands, ja. Und als, aber das ist nicht mehr in Kettwig, das ist hier in Frohnhausen. Und als der Sänger gestorben ist, haben sie, glaube ich, einen Großteil haben sie dann wieder rübergeschickt zu denen, weil ich glaube, da wollten sie dann komplett zusammenstampfen. Jetzt waren sie genau letztes Jahr im Dezember, November hier. Mhm. Nach zwei Jahren, nachdem sie auch die Platte da rausgebracht haben, hat auch wieder ein bisschen gedauert. Ja, aber es ist auch ein Riesenaufwand, das muss man auch sagen. Ja, klar, wenn du bist ja schon also, die Gage, da sind ja auch wie viele Leute da, dann hast du noch welche Tänzerinnen, die da halt rumrennen, dann hast du die Leute, die Blut pumpen, die ganz normale Crew, die Leute, die Kostüme, da muss er aber erstmal fit genug für sein, weil so ein Kostüm wiegt bis zu 70 Kilogramm, da ist dann schon, was du auf der Bühne hast, und dann musst du dann auch noch performen, sozusagen. Ja. Da ist schon einiges dran. Squeezy, hast du vielleicht noch aus deiner Charge-Zeit eine Geschichte? Oder Adrian das gerade hier gesagt hat, irgendwie Stichpunkt-Shows, oder wo jemand irgendwie gespielt hat, wo du gesagt hast, Charge-Zeit. Da sind wir auch gleich schon wieder beim Punk, weil Thrash Metal war eigentlich auch Punk, hin und her die Musik. Der Boni war dabei, der Detlef, der Gregor war da, der Gregor war da zu der Zeit. Oder war es der Martin an der Gitarre mit? Auf jeden Fall, der Olli von Darkness hat dann bei uns gesungen. Da war er nicht mehr bei Darkness. Und wie gesagt, der hat ja auch mal ein halbes Jahr lang bei mir gewohnt. Bis er dann Läuse hatte, da habe ich dann gesagt, Olli, jetzt ziehst du aus. Ja, war wirklich so. Da habe ich gesagt, Olli, jetzt ziehst du wirklich aus, jetzt reicht's dann. Auf jeden Fall hat er bei uns gesungen. Und dann damals auf dem Mahl-Bauernhof-Festival. Damals ein sehr schönes Festival. Da trinkt man ja auch mal was. Ja, und dann war irgendwie, weiß ich nicht, 30 Marken pro Band. Wir haben es dann aber irgendwie gemanagt, dass irgendwie jeder von uns schon mal 30 Marken hatte. Wir waren dann auch früh genug da, waren auch recht betrunken schon. Und Bauernhof-Festival, das war so eine eigene gebaute Bühne und mitten auf der Bühne war auch so ein Balken, wie man auch manchmal auf andere Bühnen hat. Und der Olli war dann damals so besoffen, da habe ich mir dann Hammer und Nägel kommen lassen, habe seine Lederjacke da festgenagelt und wir haben den einfach da reingestellt und von da aus hat er dann das Konzert gesungen. Bis er dann irgendwann mal wieder ein bisschen nüchtern wurde und ein Kollege von uns, der Sami damals, der hatte ein Funksendermikrofon, damit der Olli sich ja ein bisschen bewegen kann, ohne Kabel und hin und her. Und er hat ständig da hinten dran rumgefummelt und war wieder aus. Und er ist auch dann vor der Bühne gefallen, weil er zu ihm nach vorne wollte und so. Das war schon lustig. Geil, das sind die guten alten Geschichten. Ich glaube, wenn du heute das machst, irgendwie, dann... Nee. Ja, wieso? Der hing so in seiner Jacke da drin und hat zumindest an ihm herumgefallen. Weil da war jedes Mal, plopp, weg war er wieder. Ich stelle mir das gerade so vor, also so auf Shows, ich weiß... Bekannte, die haben vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr mal ein Konzert gespielt. Ich möchte das jetzt nicht so in die Breite treten. Auf jeden Fall der Schlagzeuger, also so ein kleines Loch war das, hat gesagt, so, boah, das ist ja mega heiß, so mit freiem Oberkörper gespielt. So, und dann kam der Veranstalter und hat gesagt, du ziehst jetzt hier dein Hemd oder was weiß ich nicht da an. Nippelalarm oder was? Ja, genau. Und dann sagt er, hey, ist mega halt heiß. Ich weiß nicht, wenn du hinten im Backyard spielst, hier so ein Panic oder so, wenn das Ding voll ist und da auch alles drauf strahlt, ist ja mega heiß, mega heftige Luft. Ne, und er sagt, nee, tut mir leid, ich kippe hier sonst um. Und dann haben die Show komplett abgebrochen, weil er da mit freiem Oberkörper da gespielt hat, wegen, was weiß ich, Sexismus und was weiß ich nicht alles. Ja, guck mal, AZ Mühlheim, was ich vorhin schon mal gesagt habe, da darf auch nicht jede Band spielen, da darf man zwar eine Black Metal Band spielen, aber da wird jede Band irgendwie durch so ein Gremium durchleuchtet und da dürfen dann bestimmte Bands nicht spielen, weil Aaron Cobra durften da mal nicht spielen und ich finde die musikalisch ja dann eher harmlos gegenüber einer Black Metal Band. Weil sie ja die Flagge im Hintergrund haben, die dann eben halt an Japan den Zweiten Weltkrieg erinnert hat. Irgendwie sowas. Und deswegen durften die dann nicht spielen. So solche Sachen. Es gibt manchmal ganz Auflagen, die man nicht immer von außen nachvollziehen kann. Aber ja, Nippelalarm hier in Deutschland dachte ich eher, das ist so US-spezifisch, aber. Ja, bei einer Mega-Hits dann, also wo es irgendwie so verständlich ist. Und dann ja, wir haben auch schon in Läden gespielt, da tropft es von der Decke, da schießt er das Wasser runter. Weißt du, ich meine.
da spielen die Leute in kurzer Hose, ohne T-Shirt und hin und her. Wo ist denn das Problem? Ja, ich glaube, von Clara war das gar nicht gegeben. Die sind gar nicht so vorher irgendwie aufgetreten vor 20 Jahren, dafür für 30 Jahren. Das war vorhin, wie du jetzt gesagt hast, Midnight. Die waren ja auch bei uns mit auf US-Tour. Mhm. Und die haben dann die Fans immer angeschrieben, die sollen denen irgendwie einen Bass mitbringen, den die dann auf der Bühne kaputt machen. So, und dann waren wirklich fast jeden Tag Fans da, haben dann besser mitgebracht, haben die jeden Abend einen neuen auf der Bühne kaputt gemacht. Und dann waren andere Leute da nachher schon mit der Polizei und haben sich da aufgeregt und die haben dann hier die E-Mail auch gezeigt. Wir haben gesagt, wir machen das Ding kaputt. Ja. Was verstehst du da nicht dran? Ja, ja. Komisch, oder? Sich da noch drauf irgendwie zu stürzen, zu mokieren. Wegen Nippelalarm weiß ich noch, Steel Panther, erste Tour. Die haben damals im Luxor in Köln gespielt. Ja. Und dann haben sie. Ja, 2010 auch oder so, jedenfalls, ja, ja. Ne, erste Tour. Und dann haben sie sich so eine Porno-Tussi aus dem Kölner Raum irgendwie besorgt und die sollte dann eigentlich nur ein bisschen Strip auf der Bühne machen, ja, bis die dann nachher alles gezeigt hat und sich das in alle Löcher geschoben hat. Ne? Und dann hat sich, weil kein Ü18-Konzert war, hat sich irgendeiner beschwert. Also du meinst dann... Aber da durfte man nicht mehr fotografieren. Also du meinst dann, in so Hallen dürften dann auch die mächtigen Kassierer nicht spielen. Wenn er auf der Bühne steht, ne? So, das muss man jetzt auch nicht unbedingt immer sehen. Aber wenn wir mal Underground gucken, Wizard System hier aus Essen damals, die haben auch im AZ Mühlheim gespielt. Haben wir da noch Fragen? Da hat er nur eine Unterhose angehabt und hat sich an den Hoden eine kleine Disco-Kugel dran gebunden. Leider schwoll der Hoden so an, dass wir nachher den Draht nicht mehr wegknipsen konnten. Der Sänger von Wizard System. So, das Video ist gerade nochmal angesprochen. Wir machen noch sowas in so 10 Minuten. Ihr könnt jetzt nochmal eure Fragen stellen zum Thema Musik, vor, live, irgendwie Konzerterlebnisse. Immer raus damit. Das ist jetzt hier eure Gelegenheit, eure Chance nochmal alles hier zu geben. Ich weiß nicht, wie viele schauen ungefähr zu? 30, 31. 30 schauen zu. Also, ihr habt es gehört. Einfach bei YouTube eintippen. Der gute Stelle liest eure Fragen vor. Ja, noch ein paar Minuten. Ich möchte noch ein bisschen über Vorsprechen. Ja, euer Debüt, wo ich mir dachte, also Stichpunkt live, wenn Bands auch das erste Mal irgendwie, das ist ja meistens so ein Vorprogramm dann irgendwo spielen, haben dann eine Spielzeit von, weiß ich nicht, 30 Minuten, 20 Minuten ungefähr. Und dann kann man, je nachdem, was für eine Band ist, dann hört man 4, 5 Lieder. Und genau deswegen kommen die Band, kommen dann welche zur Show hin, wo die sagen, ey, ich will genau die Band sehen, aber dann spielen wir halt nur ein paar Songs. Und das Gute halt bei euch ist, wir können das komplette Album spielen. Wir können das komplette Album spielen, ja, richtig. Genau, also im Prinzip, wenn ihr immer vor irgendwie seht, sei es das Vorbild oder Hauptbild, ihr kriegt das komplette Album innerhalb von 20 Minuten geliefert. Daher bietet sich auch das natürlich sehr gut an, als Support-Act direkt loszulegen, direkt eine Duftmarke hinterlassen. Und wenn irgendjemand sagen sollte, so, ja, welchen Song habt ihr gespielt? Alle haben wir gespielt. Richtig. Könnt ihr immer sagen. Ja. Jetzt alle auch auf der Platte. Und ja, das bietet sich halt sehr, sehr dementsprechend an. Du hast noch mal wohin etwas angesprochen, und zwar mit dem Alice in Chains Cover. Hast du irgendwas mit Kassette im Wort gesagt? Ich weiß nicht, ob du das einfach nur so gesagt hast, hier so Kassette. Ja, ich hätte nicht oder. Nein, jetzt nicht so eine, wie wir auch jetzt hier vom Pennywise den Song gemacht haben und dann online gestellt. Okay. Also so eine drehende Kassette einfach. Ach genau, auf die Frage noch, weil jemand die Frage hatte wegen dem Thema Musikvideo. Es gibt kein Musikvideo, aber so ein, wie nennt man das, Animated Video gibt es auf der For-YouTube-Page. Kann man sich angucken mit den Tapen, da läuft ja der Bonus-Track Pennywise-Cover. Ja. Kann man sich dort dementsprechend anschauen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich kenne noch gar nicht von Alice in Chains. Hast du mir noch nicht geschickt? Muss ich dir mal schicken. Muss man mal schicken. Bin mal echt gespannt, weil ich habe auch meine Probleme, weil er so... Das ist bei uns nicht so. Nee, das stimmt. Das, der, nee, nee, auch der, bei unserer Version ist das nicht der so. Kann, also was heißt, der kann das. Aber der Mann, haben wir so schon mal unterhalten, ja. Auch ein sehr, sehr toller Sänger, den ihr da gefunden habt. Oh ja. Ist jetzt nicht gerade der, also weiß ich, mir sagt der, wie gesagt, gar nichts. Natürlich, wenn du dann hier die Namen hörst mit Taylor und Jeremy, Venom Inc. und Massacre sind natürlich schon Institutionen, du. Und dann hier den Taylor Nordberg. Nee, Brian, nicht Taylor. Taylor ist der Gitarrist, also den Brian am Gesang da auszufischen, wo ich dachte, ey krass, also Newcomer, aber Unbekannter und dann eine Stimme und dann auch die halt passt für Punk. Oh ja. Das muss man auch erstmal finden, ne? Wenn man so die klassischen Punk-Sachen hört, gerade hier so den West Coast Sound. Weil er kann ja singen. Ja, er singt klar. Ja auch richtig, ne? Er ist ja nicht.
irgendwie so ein Rumbrüllen oder was auch immer. Oder Nuscheln. Wobei ich das jetzt nicht, oder Nuscheln, wobei ich das nicht immer runterspielen will, weil ich denke, dass der Alice in Chains Sänger, Lance Daly, dass er das schon gemacht hat für seine Zeit, so wie es sein musste. Mhm. So, ne? Aber gut, er hatte auch ein Drogenproblem, ein großes. Vielleicht hätte er auch sonst diese Musik so nicht geschrieben, könnte man nochmal lange drüber philosophieren. Mhm. Aber eben halt, da merkst du richtig, da wird richtig gesungen. Auf jeden Fall. Das ist das harmonisch, das passt auch zur Musik. Genau. Genau. Also das wirst du auch in den Coverversionen dann eben mal, wie jetzt eben mal von Alice in Chains auch raushören. Ich könnte jetzt mein Handy zücken und dir das schnell weiterleiten, aber das sieht dann auch doof aus. Nee, also kommt dann irgendwann bestimmt die nächsten Tage, Wochen, irgendwann online auf Bandcamp von vor. Wann meldet sich da? Ja, der Adrian von Tokio hat auch noch eine Frage. An alle? An alle. Was war das letzte Konzert, wo ihr jeweils gewesen seid und wie lange ist das her? Das letzte Konzert. Adrian, ich glaube, das war Slipknot in der Westfalenhalle im Februar. Ich habe mir noch Ende Februar, nee, Anfang März habe ich mir noch Myrath im Kulttempel in Oberhausen angeguckt. So ist eine orientalisch orientierte Band, also live unfassbar geil. So auf Platte kann ich mir das gar nicht anhören, aber live war das schon sehr besonders, also auch showtechnisch und so wie sie es umgesetzt haben, war schon eine geile Sache. War ich mein 7.3. oder so was. Cool. Das war mein das wirklich war eigentlich letztes Konzert. Ja, meins war die Tour mit Testament und so was, alles hier in Oberhausen. Auch nicht schlecht. Ja. Und ansonsten die, Formosa, ach, das, im Lockdown das Formosa. Das war die Area mit Exodus. Ja, mit Exodus, das, boah, das, geil. Ja. Ja, da war ich schon so, boah, sollst du da hingehen? Oder nee, das war mein letztes. Geiles Package auf jeden Fall. Ja, super Package. Wir haben ja danach erst das Album rausgebracht. Das ist dann auch ein super Deal geworden. Und ja, dann kam halt der ganze Mist, wo wir jetzt alle halt drin stecken. Hat aber auch etwas Positives. Ist zum Beispiel vor, ist ein... Wenn es Corona nicht gegeben hätte oder geben würde, würde es uns gar nicht geben, weil dann hätten wir nämlich alle was anderes zu tun gehabt. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Wenn Zufall ist so will. Also wenn du was Positives rausziehen willst, ja. Ne? Und man muss anmerken, das ist jetzt nicht einfach so, sag ich mal, so dahin geschlabbert, sondern das, wie gesagt, das hat Substanzen, das müssen Leute erstmal schaffen. Und ganz ehrlich, alles, was reinkommt jetzt in den nächsten Monaten und auch Wochen, also daran messe ich den Output auch von Bands, die dann, sag ich, dann so sagen können, ja, wir hatten irgendwie keine Zeit und wir haben uns zu wenig Zeit gelassen dafür. Nein, es war halt Corona, Lockdown, alle wussten das, alle sitzen im selben Boot. Natürlich hat hier und da der eine oder andere Voraussetzung, aber auch gerade durch den Segen der Technik, ihr habt alles in Eigenregie aufgenommen. Ja. Das ist Wahnsinn, habt das Ding gemixt. Ja. Und ja, außer natürlich die Produktion, habt jetzt kein Presswerk zu Hause, habt das extern halt weggegeben. Ja. Und das Artwork ist auch von den Jungs alles selbst gestaltet. Also wie gesagt, das müssen Leute erstmal nachmachen. Das ist schon ein dickes Fund. Und wie gesagt, das nächste ist das in der nächsten. Und dann in der Zeit. Ja, genau, in der Zeit, in 4 Monaten. Ich verstehe auch manchmal, wenn es nicht dann, wie die sagen, ja, wir haben uns jetzt ein halbes Jahr lang für Songwriting, also die haben nichts anderes machen den ganzen Tag, ja, für Songwriting irgendwie Zeit genommen und ja, wir haben jetzt eine halbe Demo irgendwie so fertig. Okay. Ja, geht auch anders, ne? Also irgendwie. Als wir am Montag zusammengesessen haben, habe ich auch gesagt, da sprecht ihr natürlich wahrscheinlich dem Spotify-Heini so voll aus der Seele, ne? Bands müssen produktiver arbeiten und so weiter, ne? Die Schlagzeilen, die sie da vorlegen, ne? Da hast du da die Songs drauf, weißt du, da arbeiten sie an 24.9. Ich verlasse das mal eben kurz, weißt du, das Ding ist ganz einfach, ich sag immer, wenn man sowas machen will, dann schafft man das auch in einer gewissen Zeit, weil der Tag hat 3 Arbeitstage. Weil 8 Stunden gehst du normalerweise arbeiten. Also hast du 3 Tage an einem Tag. Ja, aber du musst auch nochmal schon ein bisschen schlafen. So. Eine Mittagspause kannst du dazwischendurch machen. Ja, im Moment schlafe ich ein bisschen wenig, weil klar, wegen den 6 Stunden Unterschied mit den anderen Jungs schreiben, dann komme momentan wirklich mindestens 20 Stunden am Tag damit alleine beschäftigt. Weil ist egal, wann ich dir, weil wir vorhin den Chat eben mal hatten, oder dass ihr schnell antwortet, ist egal, wann ich dir geschrieben habe, 6 Uhr morgens, 2 Uhr nachts oder aber auch 15 Uhr nachmittags, die Antwort kam immer sofort. So, ja, wie gesagt, also mindestens 20 Stunden. Der Fahrer alkoholfrei.
mal. Mindestens 20 Stunden am Tag bin ich da momentan mit beschäftigt. Trinken wir mal alkoholfreies. Und zwischendurch fahre ich dann noch meine Kinder zur Schule. Ja. Nein, aber das ist ja ganz einfach. Wenn man Spaß an Musik hat und man macht sowas auch mit Leuten, die fantastisch sind, auch extrem witzig, so wie wir hin und her schreiben und sowas alles, dann nimmt man sich die Zeit dafür. Und wenn man da irgendwie das halbgar macht, dann soll man das sein lassen. Ist ganz einfach so. Die Chemie muss halt stimmen, im Sportvorfahren alle an einen Strang ziehen. Und wie gesagt, wenn du irgendwie so einen, Querkopf. Und das Ding ist ja, ihr habt die jetzt alle gehört und haben ja auch schon viele gesagt, ja, das klingt aber mehr, als hätten wir da live zusammen gespielt. Da habe ich den Jungs auch gesagt, wenn wir das irgendwie machen, habe ich gesagt, lass uns das nicht irgendwie großartig dran rumfummeln. Mhm. 8 Klicks vorgegeben, dass wir wissen, wo wir sind. Da habe ich gesagt, dann spiel das so lange, bis ihr denkt, das ist richtig. Mhm. Weil ich habe das Ding auch komplett ohne Klick eingespielt. Mhm. Komplett einfach durchgespielt. Und nicht irgendwie hin und her schieben und editieren großartig. Hin und her werden wir einfach so, wenn ein Fehler drauf ist, ist ein Fehler drauf. Dann bleibt der einfach drauf und gut ist. Und deswegen klingt das so. Wird doch was Rohes. Also ich meine, ja. Jetzt ist gerade aktuell ist also Heaven Shall Burn. Ich will jetzt hier nicht wissen oder irgendwie sowas, aber ich meine, die Musiksparte, die die halt machen, ist halt sehr, sehr glatt poliert, bombastisch, höre ich auf, finde ich mega geil. Das Problem ist nur, wenn es jede Band so macht, dann denkst du ja so, aber ich will das halt, dass dieses Raue, ich will ja, aber du hast das ja auch heute dann als Band eine Plattenfirma im Nacken sitzen, den würdest du das jetzt schicken und die würden sagen, nee, das ist uns nicht glatt genug hin und her, jetzt brauchen wir den und den Produzenten, der macht das nochmal und das muss von dem und dem gemastert werden, genau von dem, weil der weiß genau, wie das sein muss. Nein, drauf geschissen. Uns vier hat das so gefallen, wie es jetzt ist und unsere Musik spricht für sich. Und wir, habe ich dir schon mal gesagt, habe ich euch gesagt, wer mag, toll. Die Unterstützung, die wir von euch momentan allen kriegen, ist der Hammer. Und wer nicht mag, der soll mal keinen Punk hören. Ja. Also dieses Ruhe, das im Endeffekt mag ich ja auch. Ich mache mal so zurück im eigenen Webkatalog. Die Phantom Corporation Mini-LP, die ich vor 2 Jahren rausgebracht habe, ist ja auch so ein Thrash-Metal mit ganz viel Crust drin und so weiter. Nein, das war auch nur roh und auf die Fresse und da wurde gar nicht drüber nachgedacht. Ja, aber so hat Musik doch damals angefangen. Ja, 6 Minuten weißt du, einfach, sechs hier, Songs einfach machen, nur mal durchgeballert. Das ist ein Demo-Tag, was ihr angefangen habt in den 80ern. Mit ein paar Kumpels Musik gemacht, Spaß gehabt, fertig, Feierabend, aufgenommen und gut ist. Man, und worüber sprechen wir heute? Ich meine, nimm mal hier x Platten raus, wo du weißt, da waren super teure Produzenten und hin und her. Und dann hör dir das momentan an, selber gemacht. Heutzutage ist der Standard ja so absurd riesengroß. Ich meine, wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest und du, weil ich habe nun mal nur iMacs, und du würdest meinen iMac nehmen mit dem Programm drauf und würdest 30 Jahre zurück in der Zeit ziehen, ja, dann wärst du der Top-Typ von der ganzen Welt. Voll. Obwohl es heutzutage ja dann gar nicht mehr so schwer ist. Mhm. Weil das ist ja nun mal die heutige Zeit. Ja, du hast alles Software, relativ simpel. Ich meine, ich habe hier GarageBand drauf, da schließe ja, ich meine E-Gitarre. Ich habe hier so hör dir den Sound von GarageBand an. Und einfach kann ich eben kurz was einspielen. Hört sich okay an. Dann kannst du, was weiß ich, noch hier einen Filter drauflegen, Kompressor und sonst etwas. Dann hast du eine gute Demo. Manche sagen sich ja auch, ey komm, weißt du was? Wir müssen das direkt für die komplette Produktion. Wenn du mir deine Spur jetzt da schickst von GarageBand, die kann ich bei mir im Logic ganz einfach öffnen, komplett bearbeiten. Taylor und Jeremy arbeiten mit Pro Tools. Mhm. Die ganzen DAWs heutzutage funktionieren ja alle immer gleich. Mhm. Und dann hast du schon von vornherein so einen viel bombastischen Sound wie früher nun mal. Da muss man sich auch halt so, was man ja, natürlich. Vorstellen, die ganzen Tapes, also ja. Solche riesen Maschinen. Ja, also die Maschinen und dann, wenn du das irgendwie verschicken wolltest, sag ich mal,
ich sag jetzt mal, der eine sitzt in Kanada, der eine in den USA, du sitzt hier in Deutschland, ich würde die Spuren hin und her schicken. Ja, das alles für so einen Transport, da kannst du hier den Raum, kannst du da irgendwie als Paket so, hier hast du die ganzen Spuren, auch nochmal so nach dem Motto. Also das ist ja Wahnsinn, heute hast du einfach nur so ein digitales File, Einsen und Nullen, schickst du einfach rüber, hast dann die entsprechenden Programme, kannst das bearbeiten, mixen. Aber dann kannst du eben halt auch so eine internationale Truppe zusammenstellen, ne? Ja. Auch wenn sie eben mal auf verschiedenen Kontinenten sitzen. Ne? Das ist echt schon also beachtlich. Weißt du, so 2005, als es losging mit Skype, also ja, Skype soll ich noch her telefonieren, und da ging es dann los, dass welche sagten so, ey, das ist das Ding der Zukunft, dass die Leute untereinander hier skypen, untereinander per Webcam sagen so, hier arbeiten wir jetzt, komplett dezentralisiert, nicht alle an einem Ort, im Studio. Da haben alle gelacht, so und ich weiß, Linkin Park, die waren eine der ersten, die so Files hin und her geschickt haben. Da gab es natürlich nicht nur wegen der Musikhaue, aber auch wegen der Arbeitsweise, weil die sitzen irgendwo in Amerika, komplett verstreut, und jeder sich ein bisschen auskennt in der Geografie, Amerika ist halt groß, das ist nicht immer eben wie hier Gelsenkirchen, Essen, 20 Kilometer, das ist so 200 Kilometer oder 2000 Kilometer irgendwie gefühlt dazwischen. Ja, der Taylor ist jetzt gerade von Florida zu seinen Eltern unterwegs, mit denen habe ich dann vorhin kurz noch telefoniert, und er sagte, oh, das ist nur eine 20-Stunden-Fahrt. Und er fährt da jetzt alleine da. Irgendwie und... Ja, 20 das Stunden. Sind wir kurz vor der Türkei. Ja, ich meine, 20 Stunden, wenn du langsam fährst, irgendwie ein bisschen. Also, wenn du jetzt mit so einem Bus fährst oder so, dann brauchst du irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, 15 oder 16 Stunden bis nach Barcelona. Ich meine, also, da fällst du dann hinten schon wieder ins Wasser. Ja, das ist Wahnsinn, die Entfernung. Ja, aber so stellt man sich dann halt die Band heutzutage 2020 zusammen. Während der Corona-Lockdown-Phase nimmt am besten noch ein paar Songs auf. Eigenproduktion, und dann steht hier sowas Tolles. Es entwickelt sich immer noch weitere Zusammenarbeiten. Das Ding, wie gesagt, die Leute, die das jetzt eingeschaltet haben, kommt auf Vinyl raus. Ende des Jahres ist es angepeilt. Wenn es dann so sein wird, werdet ihr erfahren bei For Those Who Chose to Post Records und bei Four oder bei Speezy oder bei den Herren direkt auf den privaten Profilen. Nochmal ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr diese CD haben wollt, einfach vor oder Speezy oder auch den guten Jörg anschreiben. Und wir machen hier noch eine kleine Verlosung, und zwar, der Speezy hat ein paar CDs mitgebracht. Eine möchte ich hier verlosen, werde ich von Speezy persönlich hier signieren lassen für euch. Und das ist wirklich gerade eine gute Frage. Müssen wir uns mal ausdenken, die Zuschauer beantworten sollen. Was kann man denn da machen? Ich habe ein gutes, ich weiß nicht, ob ihr da stimmt, und zwar, wen sieht man ursprünglich hier auf dem Cover? Welche Präsidenten? Welche vier sieht man da ursprünglich drauf? Ich kann nur sagen, ihr solltet euch den Livestream nochmal nachschauen. Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, und ich glaube, das ist einfach auszufinden, wenn ihr dann den Hinweis hier, der ist schon gefallen, vorhin von einer halben Stunde ungefähr. Schreibt es uns hier unten in die Kommentare auf YouTube, und dann, was ist Visi, du hast ja auch YouTube, bist da aktiv, und dann werden wir untereinander managen, wer dann da das Ding gewinnt, machen wir eine Verlosung, alle kommen in einen Topf rein, der kann dann oder die eine signierte Vor-CD gewinnen, würde ich so sagen. Ich weiß nicht, guck mal den Frank an, ob da noch irgendwelche Fragen sind, irgendwie sonst etwas, keine Fragen mehr. Ich würde auch sagen, dann beenden wir die Runde. Ja, super. Gibt es noch abschließend etwas, was ihr sagen wollt über Vor-, Zukunft, irgendwie irgendetwas? Dankeschön, irgendwas, gibt es da noch was, was euch auf dem Herzen liegt? Ja, wir werden gucken, wann wir die Platte rausbringen können. Und dann einfach weiter gucken. Ja. Und an den nächsten Stücken arbeiten. Ja. Erstmal danke für die Einladung. Ja. Ja, er ist sowieso begeistert. Danke für die Werbung. Ja. Sozusagen, ja, von meiner Seite danke an Spiesi, dass du dann mit mir zusammenarbeiten wollen. Oder eben halt mit uns, ich muss jetzt immer uns sagen. Ne? Dann danke eben halt an Christina und Jesse nochmal, dass sie mir mal ordentlich in den Arsch getreten haben, damit ich dann eben halt meine Meinung revidieren konnte. Und und jetzt schon danke für jeden, der ich jetzt schon bestellt hat, weil ich finde sowas immer verrückt. Weil wir hängen am Tropf vom Presswerk sozusagen und die entscheiden, wann das dann tatsächlich kommt. Wir sind jetzt dabei, Vinyl gerade abzumischen. Das war ja genauso wie, und dann bestellen wir das auch und dann gucken wir mal. Das war ja jetzt genauso wie die europäischen CDs haben nun mal ein bisschen länger gebraucht, weil GEMA braucht momentan ein bisschen länger, um dann alles freizugeben und hin und her. Und da bimmelte bei mir natürlich auch
der ganze Tag der Rechner. Wann endlich, wann endlich, wann endlich, wann endlich? Hat sich auch ausgezahlt. Und an dieser Stelle nochmal, es sind sehr, sehr wenige europäische Exemplare erhältlich. Wer so ein Ding haben will, sollte schnell sein. Nicht mehr lange, da sind die Dinge ausverkauft. Und ja, könnt ihr euch dann natürlich gerne Übersee bestellen lassen. Ist halt ein bisschen teurer. Müsst ihr wissen, wo ihr so viel Geld überhaupt. Das soll euch überlassen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, Jörg, Skizi, dass ihr hier wart. Für eure Zeit, für das Interview, für die Fragen. Ich hoffe, euch hat der Livestream auch gefallen. Einfach mal vorbeischauen bei For Those Who Chose to Post Records und natürlich vor. Lasst uns noch einen Daumen da und ein Abo, würde uns freuen. Das soll es auch heute hier gewesen sein. Vielen Dank und ciao, ciao. Tschüss. So, jetzt gucke ich mal eben, wie man das hier ausschaltet. Habe ich auch noch nie gemacht. Müssen wir jetzt noch weiterhin? Ja.